Wer sind die sechs Autoren, die über das Leben von Mohammed berichten? Wer sind diese sechs Autoren? Wenn du mir das nennen kannst, dann hast du dir die Antwort eigentlich quasi selber gegeben. Und diese sechs Autoren, die musst du annehmen. Da gibt es kein Ja oder Nein oder nicht. Okay, ja, siehst du, das ist. Darf ich kurz was sagen dazu? Darf ich was kurz Yunus, sagen? Yunus, ich habe dir eine Frage gestellt. Es ist eine ehrliche Frage. Eine sehr Ja, ehrliche Frage. ich antworte doch drauf. Bei Gott, ich Okay. antworte drauf. Guck mal, Okay. du weißt, bei uns es gibt's Daif und nicht Daif. Daif nehmen wir nicht an. Daif Nee, weg. Daif nehmen wir nicht an. nee, manchmal nimmst du auch an, ist es scheißegal. Hauptsache, es steht da drauf, bei Ibn Majid, Abu Daud, Nasai, alles steht da drin. Warte mal, ganz kurz. Imam Bukhari, das Imam Muslim, diese ganzen Bücher, das ist auf meine Sprache, Habibi. Das ist meine Sprache. Wenn ich die jetzt nicht annehme, wirst du die annehmen? Nein, du willst sagen, was soll ich damit? Du Ich glaube nicht dran. hast aber Tirmidhi vergessen. Der ist die Hälfte oder mehr als die Hälfte nicht authentisch. Das weißt du, oder? Das weißt du. Ich bin Das ist gleich bewusst. wieder da. Kann einer kurz für mich übernehmen? Ich bin gleich wieder da. Ich bin So, gleich wieder da. das ist Ich muss kurz noch was machen. Alessio, kannst du für mich den Stream übernehmen, weil ich muss kurz rüber. Ich komme gleich. Jonas, Okay. wir wollen jetzt respektvoll mit dir So, guck reden. mal. Und zu dir hier Ganz zu den einfach, ich King will nur Putter. eine Frage stellen. Kann ich dir Der eine hier zu den Frage? King Putter hier, 02, der war gerade ein bisschen, ja, so glaubst du an Koran, so glaubst du an Koran. Eine Frage an ihn. Glaubst du überhaupt an deine Bibel? Ist deine Bibel verfälscht oder ist die original? Deine Bibel, damals von Jesus bis heute, ist die Bibel original geblieben Ich oder bin ist ein in das Jeside. Verfälschung rein? Er ist Jeside, Nein, Bruder, er ist kein Christ. Er ist nein, weil Jeside. er hat gerade angefangen, den Islam da zu kritisieren. Nein, ich hab schon gesagt, warum sind seine Schrift nicht übersetzt und auf Arabisch? Das habe ich dir gesagt. Nein, bevor ich reingekommen bin, habe ich gerade was gehört. Ja, was ist das für Koran? Warum glaubt man diese Verse? Warum glaubt man diese Verse? Habibi, guck mal, aus Respekt her. Ich Aus habe Respekt her. gesagt, Nein, warum guck liest du mal. das nicht vor, was Felix dir gezeigt hat? Die Aus hat gesagt, Respekt, ich kann auf die Arabisch Jeside, lesen. ich Da habe von habe ich die gesagt, Jeside tut mir selber. bitte mal gefallen, lies es mal vor. Ich habe 10-mal gesagt, lies mal bitte vor. Okay, aber du Ja. kannst mit deiner Frau nicht so umgehen. Das geht nicht. Das Ich ist habe eine Frau. gleich wieder da, Immer, ich Leute. habe zu Wenn der du Frau jetzt mit gesagt, mir so bitte. umreden kannst, ist was Ich habe anderes. 10-mal gesagt, lies mal Du bitte kannst auch vor. 20.000 Mal irgendwas sagen. Wir reden auch nicht mit euren Frauen so, wie wir wollen, oder? Soll ich sagen, soll er sich zwingen sollen? Ich habe so darum Siehst gebeten. du? Deswegen musst du Respekt bleiben, weil War die das nicht Siden Respekt kennen wir genug? schon. Ist das So, Wort, hast du das Wort, wir das kennen Bild schon nicht gehört? Jesiden. Wir haben schon Jesiden im Auge alle. Wir wissen das ja. Deswegen brauchst du dich dann nicht mit unseren Frauen so umzugehen. Hör mal, Deswegen, ich habe zu dir das gesagt, runter mit lies der mal bitte Eisbrecher. vor. Ja, aber Ja, wenn die Frau nicht lesen was ist kann. da dran an sie bitte so schwer? Ja, aber wenn die Frau das nicht lesen kann, willst du sie Wenn zwingen? diese Frau kommt und sagt, ich kann Arabisch, dann will sie doch nicht auf einmal, dann tut mir leid, dann kriege ich auch Okay, Behandlung jetzt. von ihr. Ich kann es ins Arabisch. Muss ich dir vorlesen? Nein, ich muss gar nichts. Ich musste gar nichts. Alles klar. Das ist das ja. Alles Das ist gut. das. Bleib mal bitte ruhig, Ja. ganz ruhig, ganz. Der Eis wird dünn hier. Ja, bleibt doch Ja, mal deswegen ruhig. ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Jonas, Ich wollte noch Jonas, Reflex ganz haben. kurz. Reflex, Keiner hat sie was gezwungen. Wir haben mit ihr so respektvoll geredet. Wir haben sie nicht irgendwie beleidigt oder sowas. Und jeder war mit ihr freundlich. Und wir haben nur unsere Meinung gesagt. Wenn du sagst etwas und du stehst nicht darauf, was sollen wir dann dafür machen? Also wenn sie sagt, ich kann Arabisch, aber ich will nicht Guck es mal, wenn ich lesen, meine Be dann ist alles okay. Verstehst du, was ich meine? Keiner war für sie ein respektlos. Und keiner hat sie irgendwie was anderes behalten. Verstehst du mich, was ich meine? Also du kannst uns jetzt nicht Ja. und sagen, warum so und so. Nein, Nein, keiner hat was Schlimmes oder Respektloses gegen sie gemacht. Also, das kann ich mir auch nicht so annehmen, was du jetzt gerade sagst. Bruder Jonas, ich Nein. habe eine Frage an dich. So, sind alle respektvoll geblieben? Ich hoffe ja. Ja, alles gut. Sie haben na, nur Ich hätte ihre respektlos gewirkt, aber Totalstation dieser King gemacht. Putin, ich wüsste, er hat mich ein bisschen sauer gemacht, ne? Weil er kann mit dieser Wer? Frau nicht so umgehen, wie er will. Wa Er kann wa ja nicht warte, mit ihr warte, warte, ich umgehen. verstehe gar nichts. Wer hat was beleidigt?
Also er meinte, er hat dem Schwester im gerade, wo sie da war, beleidigt oder respektlos war gegen ihr. Aber ich habe ihm erklärt, dass keiner von uns irgendwie respektlos war. Wir haben uns nur unsere Meinung gesagt mit liebevoll. Also wir nehmen sie so an, wie sie ist, das war's. Aber kann man hier kommen und behaupten, dass wir alle gegen ihr respektlos waren? Nein, das ist so zum Beispiel, wenn ich sage was und ich stehe nicht da drauf, oder so, das geht nicht. Also wenn ich was sage, dann muss ich jetzt auch hinter diesen Wörtern stehen können. Und das war's, wir lieben sie. Und wir nehmen sie an, wie sie ist, Punkt. Genau. Wir lieben alle Menschen, wir wollen das Beste für die Menschheit haben. Das ist das Problem, dass die Menschen manchmal, die nehmen unsere Wörter nicht wahr und die denken, der Islam ist gefährlich für die ganze Welt. Das Nein, es geht doch, guck mal, Yunus, ich muss ganz kurz korrigieren. Yunus, es geht nicht um dich als Person. Ich bin fest davon überzeugt, Yunus, wenn ich jetzt nach Berlin komme und ich bin ja in den nächsten paar Wochen, bin ich ja in Berlin. Und ich dir schreiben würde, ich würde sagen, hey Yunus, hast du Bock auf eine Shisha rauchen? Ich wette mit dir, wir könnten lachen, wir würden uns kaputt lachen. Ich sag dir ganz ehrlich, wir würden lachen. Bei Gott, bei Allah schwöre ich dir, niemals würde ich dich anfassen, ich würde dich einladen, ich würde dir Essen geben, ich würde dir alles geben, weil der Islam bringt uns normalerweise diese Charaktereigenschaften. Der Islam ja. Ist bei uns, dass wir zu nett so, auch wenn du ein Christ bist, ich muss dich wie mein eigener Bruder behandeln. Das ist der Islam. Ja. Was hast du, ganz kurz, Yunus, was hast du... Aber ich möchte nur Yunus was sagen. Moment. Hast du, du King, sagst Frieden. King, warte, Frieden. King, warte, warte, hast King, du King, King. Gesagt, wir haben die Jesiden im Auge. King, warte. Was King, hast du damit gemeint? King, warte. Frieden, willst du mich drohen? King, warte. Ich will Yunus was sagen. Ich will Yunus noch antworten. Ich möchte Yunus was sagen. Flex, bitte noch eine Minute, dass ich ihn diese, weißt du, diese aus dem Kopf nehme, weil ihr seht, der ist ein bisschen älter als ich. Es muss Respekt zeigen. Guck mal, Kollege. Ich habe jesidische Freunde selber. Die arbeiten mit mir in der gleichen Firma. Ich kann nicht zu den Leuten schlecht sein, obwohl die arabische Sprache besser als ich können. Die können die beste arabische, die können auch lesen, schreiben, alles besser als ich. Erstmal das. Die zweite Sache ist, wenn ich sehe, dass jemand unsere muslimische Schwester unterdrückt, denkst du, ich werde ruhig da bleiben? Oder wo ich werde dir sagen, bitte schön, Yunus. Wo habe ich sie unterdrückt? Dann habe ich mich falsch verhört. Leute, eins nach dem anderen, okay. Ganz entspannt. Ganz entspannt, verhört. Leute. Bitte, wenn einer redet, nicht alle. Wenn ich mit jemand rede, dann ich rede gerade mit ihm. Ich erkenne, dann ist es meine Schuld. Habe ich mich dann falsch verhört? Es tut mir leid, dann falsch verhört. Alles gut. Felix, ich habe nur auch eine Frage an Jonas. Jonas, du sagst, du hast so ein paar Jesiden bei dir Firma, ne? Ja. So, ich stelle dir mal eine Frage. Guck mal, wir Jesiden, wir beten nur ein einziger Gott an. Wir beten einen Gott und wir ehren seinen 7 Engel. Wir beten Gott an und wir ehren seinen 7 Engel. Jetzt sag mir mal, warum die Moslems sagen, wir Jesiden, wir sind Luzifer-Anbeter. Warum? Gut. Sag dir das. Guck mal, Habibi, guck mal. Ich will dich hier nicht, bei Gott, ich will dich hier nicht unterdrücken. Ich will niemand hier, weißt du, im Herzen verletzen. Das möchte ich nicht. Weißt du warum? Wenn jetzt Flex mich verletzen würde, wie würde ich das aussehen? Sage auch Flex, warum hast du das gesagt? Mann? Hat jetzt der eine geschrieben, Jesiden sind Kuffar, geh raus, genau. Mann, Alter. Hier werden keine Jesiden beleidigt, Mann. Wer hier Jesiden beleidigt, der fliegt raus, Mann. Der kriegt jetzt direkt Was ist mit meiner Religion so verkehrt, wenn ich an unser Gott, deinen Gott, Yunus, und ihn sein Gott? Es gibt nur einen Gott. Wir beten Gott und ehren seinen 7 Engel. Was ist an meiner Religion so Kuffar? Was ist daran so falsch? Yunus, habe ich dir. Guck mal, Habibi. Bitte. Nein, komm bitte, sag mir das mal, weil dein Religion sagt, wir Jesiden glauben an den Bösen. Warum? Okay, jetzt, wenn ich meine Akida nehme, weißt du, was Akida bedeutet? Nein, weiß ich nicht. Guck mal, meine Glaubenslehre. Das heißt, meine Glaubenslehre, ich nehme von meinen Gelehrten. Meine Gelehrten, die haben meine Religion so erklärt, so musst du dich dran halten. Wenn du dich nicht dran hältst, dann bist du genau wie die Christen und die Juden. Und wir müssen uns von den Christen und den Juden immer unterscheiden. Wir sind in der Mitte. Wir mussten uns davon immer
immer weg von die fernhalten. Wir müssen uns immer von denen unterscheiden. Erstmal das heißt also, Yunus, das heißt also, wir beide könnten nicht mal eine Gemeinschaft haben. Warum? Weil ich bin, ich habe, ja, das finde ich schade. Nein, weißt du warum, Habibi? Weißt du warum? Weil nicht du als Person, nicht du als Person. Aber die Glaubensrichtung. Weil bei uns, Adam alayhi salam, er war ein Schwarzer. Weißt du das? Weißt du das überhaupt? Adam war kein Schwarzer. Doch, bei uns war Adam ein Schwarzer. Das ist das Problem. Der war so lange so lang gewesen wahrscheinlich, ja? Guck mal, Habibi, das ist das Problem, wenn wir, Wallahi, Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, ja, er war ein Schwarzer und der Prophet hat ihn mehr geliebt als seine eigenen Freunde. Wir gucken nicht Farbe, Habibi, bei uns gibt's keine Farbe. Ja. Meinst du Bilal oder meinst du Adam? Nein, ich meinte jetzt von der beiden Farben, die waren beide schwarz. Und Habibi, ich bin auch Schwarzer, ich bin nicht weiß. Ich bin auch wie du, Habibi. Ja, aber... Ich gucke keine Farbe, Habibi, Bruderherz. Aber guck mal, Yunus, ich will dir nur eine Frage stellen. Ja, bitte. Was stört dich denn bei meiner Aufklärung? Guck mal, Habibi, weißt du, was mich stört? Es gibt, du kennst doch diese Ex-Muslim. Du kennst ihn bestimmt. Aber er lügt nicht, er sagt genau die Wahrheit. Nein, okay. Weißt du, was bei denen richtig falsch ist? Wenn du sagst, ich war Ex-Muslim, dann musst du doch wissen, was bedeutet die Sura Al-Fatiha. Das musst du wissen, oder? Wenn du als Muslim warst, musst du mir erklären, was bedeutet diese Sura und ist diese Sura ein Bittgebet oder Sura normal? Das wusste er nicht. Er hat gesagt, ich weiß es nicht. Okay, mhm. Wir haben gesagt, das ist gut. Wenn du das nicht weißt, ich sag dir das. Erstmal da. Die zweite Sache ist, wenn ich dich frage, als Muslim, der praktizierend war, wie viel Ayat gibt es im Koran? Was willst du mir sagen? Flex, was weiß ich? Gibt es jetzt eine Menge? Ne? Willst du mir sagen, gibt es eine Menge? Aber ich sag dir, 6632 nach Al-Kufa gibt es die Überlieferung, dass diese Ayat sind. Und wenn ich dich jetzt frage, Flex, aus der Bibel, du weißt doch alles fast, oder? Ich bin nicht allwissend, um Himmels Wille. Nein, aber ich meinte, fast weißt du alles über die Bibel, ne? Ich versuche mein Bestes, sagen wir es mal. Genau, ne? Siehst du? Ich sagte, du weißt fast alles über die Bibel. Das ist das Problem in ein paar Kleinigkeiten, wenn man ihn fragt. Aber der Unterschied ist, wenn du die Bibel lesen tust, du musst, weil die Bibel erklärt sich von alleine. Das heißt also, du liest ein, zwei Sätze weiter und schon hast du deine Erklärung. Die Bibel ist ganz einfach. Ja. Aber im Koran, da musst du Tafsir aufschlagen, Hadith aufschlagen. Also. Guck mal, Flex. Dazu, Bruder, ich will dich nicht beleidigen oder irgendwas. Gottes will bei Allah, Allah ist meine Zeuge. Aber guck mal, ich will auch nicht deine Richtung beleidigen. Du weißt, bei uns Muslime, wie der Prophet a.s.w. sagt, glaub nicht an die Bibel, aber lehn sie auch nicht ab. Das heißt, es gibt die Wahrheit in Bibel und es gibt auch Falschheit in Bibel. Bei uns, wenn du sagst jetzt, für ein paar welche Muslime, der jetzt Europa-Muslime, sage ich dir, Flex, Europa-Muslime. Du weißt, es gibt genug in Deutschland. Ja. Du weißt das selber. Wenn du die fragst, glaubst du an die Bibel? Er sagt, Astaghfirullah, die ist doch total verfälscht. Ich schmeiß die gegen die Wand. Aber der hat den Propheten verfälscht. Aber guck mal, du kannst jetzt nicht das sagen, dass die Bibel verfälscht ist. Die Bibel ist nicht verfälscht. Nein. Sag mir mal, was in der Bibel verfälscht ist. Kannst du mir das sagen? Guck mal, Habibi. Du willst dir gerade eine Frage gestellt haben. Oder beziehungsweise nicht. Yunus, warte kurz, Yunus. Ich möchte nur, dass du mir zeigst, dass die Bibel, sagen wir mal, verfälscht ist. Bring mir bitte einen Beweis aus dem Koran, dass die Bibel verfälscht ist. Ich höre dich ganz schlecht. So, warte, Flex, mein Internet spinnt. Warte, ich komme sofort wieder rein, Flex. Okay. Flex, so wie ich Yunus verstanden habe, der hat doch gesagt, der glaubt nur das, was seine Gelehrten gesagt haben, nur wegen Jesiden. Du hast verstanden. Sein Mala und so, ne? Sein Hajj und sein Mala.
Die haben wahrscheinlich nicht gesagt, was jesidische Religion ist, ne? Aber wenn ja. ich sage, in meiner jesidischen Religion, in meinem Gebet, heißt das, lieber Gott, beschütze alle Länder und vergiss mich nicht. Wenn er das hat zu sein, wenn er das zu seinem Mallah sagt, was denkst du, was an Mallah ihn antwortet? Ja, das können wir ihn ja gleich fragen. Guck mal, ich höre euch sehr gern zu, es geht um Christentum und Moslemstum, ne? Aber ich bin auch hier gekommen, einmal über meine Religion zu reden. Was ich gerne wissen will von ihm, von Yunus, ne? Der Yunus sagt, ja, ich habe das so von meinen Gelehrten gelernt, dass die Jesiden Kafir sind, ne? Und wenn ich als Jeside friedlich hier reinkomme und sage zu ihm, hör mal, guck mal, ich bete zu Gott und ehre sieben Engel. Ist doch nichts Schlimmes, oder? Das ist ja nichts Schlimmes. Ich meine, du bist ja immerhin noch gottesgläubig, ne? Felix, ich frag dich, wenn ich zum Gott bete, ist das was Schlimmes? Nein. Okay, zweitens, wenn ich seinen sieben Engel ehre, ist das was Schlimmes? Es kommt drauf an, was meinst du mit Ehren? Weil Ehren, du ehrst ja nur den Vater. Du ehrst ja nur den Vater. Wir dürfen nur Gott anbeten. Wir beten nur Allah und wir ehren seinen sieben Engel. Und wenn meine Religion, meine jesidische Religion, in mein Gebet sagt, lieber Gott, beschütze alle Länder. Das ist doch was Schönes, gell? Ist was Schönes, ne? So. Ja. Und dann sage ich, vergiss mich aber nicht. Wo sind wir Luzifer-Anbeter? Wo sind wir Kafir? Wo sind ja, das wir? Ist, das ist wo? Ein bisschen, das ist ein bisschen hart gesagt, von denen ich weiß. Gesagt, ja. Aber deswegen. Und warum werden Jesiden so anerkannt? Warum? Warum? Wenn meine Religion nicht so wäre, würde ich meine Religion abstoßen. Aber warum soll ich das abstoßen, wenn meine Religion Gott ist und die sieben Engel ist? Wir beten Gott, guck mal, wir haben nur allmächtigen Gott, dein Gott, der Jesus, sein Vater, und bei Mohammed, der Allah, es gibt nur einen Gott. Wir beten Gott und ehren seinen sieben Engel. Das ist mein Glaube, nicht mehr, nicht weniger. Wo sind die Kafir? Wo? Ich frage euch alle. Ich frage 380 Personen bitte. Wo sind wir Jesiden Kafir? Wo sind wir? Ja. Was ist ein aber ganz kurz, ich möchte nur ganz kurz. King, was? King, warte kurz, beruhig dich kurz, ganz kurz, ruhig, Bruderherz. Ich bin doch ruhig, alles gut. Ganz kurz, Bruderherz, ich kann dich verstehen. Iknur, wir haben dich noch gar nicht begrüßt. Wie geht's dir? Hallo, Gottes Segen. Hallo, Gottes Segen. Was bist du für eine Glaubenskonfession, wenn ich fragen darf? Ich bin neulich zum Christentum konvertiert. Ich bin Ex-Muslime. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Gottes Segen dir, Klasse. Amen. Schön. Sehr schön. Hey, aber Iknur, ich muss dich das fragen. Kannst du das Vater Unser oder noch nicht? Das Gebet? Mhm. Also ich lerne das im Moment auswendig. Ich lese das jeden Tag durch. Oh, sehr schön. Endlich eine, die zu der Wahrheit gefunden hat. Ja, aber ich bin auch deswegen hochgekommen, weil ich wollte das loswerden. Ich sag mal so, ja. Also viele Muslime, die jetzt hier drin sind, denken sich, dass ich wahrscheinlich eine nicht praktizierende Muslima war. Aber ich war eine sehr praktizierende Schwester. Also ich habe Hijab getragen, ich habe 5-mal am Tag gebetet. Du hast Hijab getragen? Ja, also ich... Flex, ich bin Zeuge dafür. Ich kann das bestätigen. Halleluja, okay. Amen, Amen. Sehr schön, wow. Sehr schön, Schwester. Stark. Ich habe auch 3 Jahre lang Islamwissenschaft studiert. Okay, ich bin gleich wieder da. Ich sag so, dass ich... früher praktizierend war, aber ich hatte immer wieder mal so Fragen im Kopf. Und früher als Muslime habe ich auch die Bibel gelesen. Aber ich muss sagen, wenn man die Bibel mit Vorurteile liest und nicht mit einem offenen Herz, dann findet man die Wahrheit in der Bibel auch nicht. Sehr schön, Igor, sehr schön. Ganz kurz, Leute. Leute, bitte alle radikal mal liken, bitte. Alle, die hier drin sind, es wäre nicht schlecht, wenn wir mal wirklich mal alle gemeinsam liken. Ich like auch mit, ne? Nicht vergessen, Leute, alle mal kräftig mitliken. Wow, Iknur, also das ist Gänsehaut, ne? Dass du als Hijabi einfach mal den Islam ablegst und einfach sagst, hey, ich nehme das Christentum an, weil du darin die Wahrheit gefunden hast. Und das ist tatsächlich. Ja, sorry. Nee, ich mach einfach.
ganz gut. So, jetzt besser, glaube ich. Also ich Ignur, wusstest du, dass es etwas ganz, ganz Bestimmtes hier gibt, was ich dir zeigen möchte? Das ist gut, dass du da bist. Wirklich, also ich küsse eure Herzen, Leute, dass ihr wirklich alle da seid und dass ihr alle hier zuhört, weil ich habe was ganz, ganz Schönes für euch. Ich möchte auch gar keinen Moslem angreifen, aber wir werden die Wahrheit heute sprechen. Bitte ausschalten. Ja, wir werden heute die Wahrheit sprechen und ich bin fest davon überzeugt, dass das wird einigen Menschen triggern tatsächlich. Aber ich zeige euch das, Leute. Ja, heute sprechen wir Tacheles. Ne? Das wird ein einmaliges Ding sein, was ich jetzt hier mache, was ich euch zeigen werde. Natürlich werde ich es immer wieder mal machen. Alle zwei Wochen werde ich das mal immer wieder zeigen, dass die Leute das erkennen auch. Flex, hörst du mich? Ja, ich höre dich. King Puter muss bitte mal sein Mikro ausschalten. Weil man also, hier das sonst ganz schlecht. Okay, warte, ich tue ihn kurz mal stumm hin. Haki muss stumm gehen. Ja, Bruder Haki. Bruder, King Puta, du musst dich ganz kurz stummen, Bruderherz. Genau. Ignur, ich habe mal eine Frage. Ja. Hörst du mich? Ja, hallo erstmal, Schwester. Darf ich fragen, aus welchem Land du kommst und ob du Arabisch kannst? Ich bin Türkin, aber ja, ich kann Arabisch. Ja, okay, cool. Super, Ignur. Ganz Ignur. Ich möchte dir heute was sehr Schönes zeigen. Okay. Und an die Mods, wo seid ihr? Ich glaube, ich muss ein paar Rechte wieder entnehmen, ey. Ich muss jetzt die Mods ein bisschen drohen hier. Leute, macht mal was hier im Chat. Hier gibt es Pharisäer, die beleidigen. Das geht nicht, ne? Das ist nicht schön. Ja? So, ich drehe mal kurz meine Kamera. Und dann zeige ich euch was. Kamera drehen. Ignur, bist du ready? Bist du ready? Ja, bin hier. Ja. Offenbarung 19, Vers 15 lesen wir mal gemeinsam, okay? Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zorns Gottes, des Allmächtigen, und er trägt an seinem Gewand, an seiner Hüfte, den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Jetzt guck, was jetzt kommt, Ignur, ich zeig dir was, das wird dich schockieren. Sahih al-Bukhari, Imam Bukhari, ist authentisch, oder wie siehst du das, Ignur? Authentisch. Ja. Ja? 6205. Allah's Messenger said, the most awful name in Allah's sight. Also der Name, was Allah gar nicht, was für Allah so sehr schrecklich ist. On the day of resurrection, am Tag des jüngsten Gerichts, will be that of a man calling himself Malik al-Amlak, the King of the Kings. Ach du Scheiße. Wow. Ja, und dieses Vers ist sehr stark. Ja. Das ist ja, dieser Vers hier vernichtet den ganzen Islam. Wovor hat Allah Angst? Warum hat Allah ein Problem mit ihm? Vor diesem Mann. Warum hat Allah ein Problem mit diesem Mann hier, der da kommt? Ich kann es dir sagen. Am jüngsten, guck mal, Allah selber sagt, da wird ein Mann kommen am jüngsten Tag des Gerichts. Aha, wovor hat Allah Angst? Wovor hat Allah Angst? The King of the Kings. Wer ist das denn? Er nennt sich The King of the Kings. Jesus Christus. Wovor hat er denn Angst? So, jetzt bitte, Schwester Ignur, kannst du mir das bitte auf Arabisch lesen? Achso, soll ich es laut vorlesen? Ja, lies ruhig laut vor. Lies ruhig laut vor, weil sonst sagen die Muslime, wir lügen. Das.
Ich kann es vorlesen, aber ich stotter ein bisschen, ne? Alles gut, aber mach dir keine Sorgen. Wir respektieren das. Alles gut. Hadassana Abul Yamani Ahajerana Shuhayna Hadassana Abu Sanadi Ich merke gerade, dass ich das ein bisschen verlernt habe. Alles gut, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Was hast du denn hier in diesem Text hier verstanden? In diesem Text? Mhm. Du kannst gerne hochkommen, du kannst die Arabisch, du kannst das lesen. Ja, der schrecklichste Name, Allahs. Also mit Arabisch können meinte ich, dass ich das halt lesen kann, weil ich habe ja gelernt, Koran zu lesen. Aber so wortwörtlich kann ich das jetzt nicht übersetzen. Alles gut. Weißt du, was wir machen? Wir brauchen dringend Mary. Ist Mary hier? Weil Mary ist eine arabische Christin, die kann das super vorlesen. Ja, aber auch im... Was ich halt dazu sagen will, ist... ich sag mal so, ich habe da mit offenem Herz die Bibel gelesen. Das hat mich dann sehr berührt, aber das war immer noch nicht für mich, also das war nicht für mich 100% ausreichend. Ja. Ich habe dann sehr viel gebetet, dass Jesus sich zeigen soll. Und es ist zweimal passiert, dass ich was sehr Krasses gesehen habe. Das weiß aber auch nicht Star War. Ich habe es dir erzählt. Und das war dann für mich ein Zeichen. Was hast du gesehen? Komm, ich gebe dir die Bühne, du darfst reden und dann sind wir echt wirklich, wir hören dir aufmerksam zu, Schwester. Warte, ich mach dich groß. Und mach dir keine Sorgen, schäm dich nicht. Ne? Rede einfach aus deinem Herzen und dann ist gut. Rede einfach. Du hast dein Rederecht, rede. Ich will nur was sagen. Ich freue mich, dass ich Ignor hier sehe und sie gerade ihre Zeugnis erzählt. Es ist richtig, mit ihr war nicht so leicht. Wir haben stundenlang telefoniert, zusammengesessen mit dem Schrifte. Und der Herr hat so viele Sachen ihr gezeigt. Ich freue mich und sage Halleluja. Der Herr hat ihr das Wissen gegeben, ja, dass sie erkennen kann, die Wahrheit. Schwester, Gott segne dich und deine Familie. Ich freue mich so sehr. Wow, Miss Barber, kennt ihr euch über TikTok oder richtig privat? Wir kennen uns seit lange her und bei TikTok hatte viele Fragen. Mhm. Wir haben vieles zusammen gelesen, recherchiert, sogar. Ich freue mich für Ignor, weil Ignor suchte echt die Wahrheit, ja. Mhm. Sie hatte das echt schon ihre ganzen Herzen gesucht und hat sie gefunden. Und der Herr sagt doch, wer mich sucht, in ganzen tiefen Herzen, der wird mich finden. Amen. Und das zeigt uns auch mit diesem Wörter Ignor. Ignor, danke dir, Schwester, Gott segne dich. Bist du selber auch Türkin, Miss Dauer? Ja, ich bin auch ein Türke. Sehr schön, sehr schön. Also es war bei mir so, ich habe lange gebetet, aber ich muss auch sagen, ich hatte auch... Leute, alle gemeinsam liken, ne? Kurz mal die 70.000 voll machen, dann mache ich die Chats wieder an. Jetzt, sorry, Igno, jetzt. Und dann hatte ich auch, ich muss sagen, ich hatte auch sehr viel Angst, also um mich von Islam zu trennen, weil... Ignor, ganz kurz, sorry, wenn ich dich unterbreche. Pharaoh, du brauchst keine Anfrage stellen, du kommst hier nie wieder hoch. Ne? Dafür, dass du die Jesiden beleidigt hast, hast du mich automatisch zum Feinden gemacht. Keiner beleidigt Jesiden. Du hast die Jesiden das letzte Mal beleidigt, als du hier hochgekommen bist. Du kannst gleich deine Anfrage sonst wohin wo stecken. Kannst gleich weggehen. Brauchst auch gar nicht in diesen Stream besuchen. Ihr richtiger Dinger, Hasser ist das, ey. Beleidigt erstmal Jesiden und dann will er hier noch mitreden. Geh raus. So, jetzt. Kannst weiterreden, Igno. Genau, auf jeden Fall hatte ich sehr viel Angst, aus Islam auszutreten, weil ich finde, dass Islam eine schöne Religion ist, aber auch eine manipulative. Und deswegen war die auch bei mir, die Angst war bei mir so sehr hoch, also viel. Aber ich muss sagen, also das, was ich gesehen habe,
Es war abends, ich saß im Wohnzimmer. Ich habe wirklich durchgehend innerlich gebetet, Jesus, wenn du mein Retter bist, bitte gib mir ein Zeichen oder zeig mich. Auf jeden Fall in dem Moment habe ich so ein krasses Licht gesehen, dass ich sogar, ich bin umgekippt. Also wow. Das war so krass, dass ich wusste, okay, keine Fragen mehr. Keine Fragen mehr, genau. Ich habe meine Antwort bekommen und seit diesem Tag weiß ich, dass das die Wahre ist. Jesus führt seine Gemeinde immer zusammen. Sehr schön. Das ist so schön. Ist das Mary da unten? Mary die Maschine. Mary, du bist du. So, jetzt lesen wir mal. Jetzt lesen wir mal ein bisschen auf Arabisch. Jetzt bin ich mal gespannt. Gott segne dich, Mary. Wie geht's dir? So, Mary du Maschine. Du hast Flex die Kommentarfunktion desaktiviert. Ja, ich mach die Kommentarfunktion gleich wieder an. Ich möchte einfach nur, dass die Leute mal ein bisschen sich mal anstrengen hier. Also wirklich hier. Es geht doch so nicht. So. Eine Sache nur. Ihr müsst für mich beten, ihr Lieben. Ich bin krank. Ich habe gerade Corona. Oh. Ja. Gute Besserung. Vor 2 Wochen mehr. Deswegen, ich wollte schreiben, dass ich nur von außen gucke. Ja, ihr Lieben. Ich kann auch nicht mal reden richtig. Auf jeden Fall gute Besserung. Okay, Mary. Ja, weil ich wollte eigentlich, dass du uns was zeigst, Mary, aber wenn du sagst, dir geht's nicht gut, dann würde ich erstmal sagen, nein, gute Besserung. Ich bin schon im Bett, ihr Lieben. Okay. Gott segne dich, gell? Dankeschön, ihr Lieben. Vielen lieben Dank auch für die kleinen süße Geschenke. Ich habe euch alle lieb. Gott segne euch. Gott segne dich, Mary. Gute Besserung. Gute Besserung. Ja. Gut, dann mach ich Ignor wieder mal groß, ne? Dann kann sie auch weiter erzählen. Ja, so, jetzt. Flex, genau. Später kommt eine Schwester Mawa, sie kann auch Arabisch. Dann kann sie mal hochnehmen und das mal lesen lassen. Ja? Okay, ist kein Problem. Super. Ist kein Problem. Wann kommt sie? Gleich kommt sie, also in 2-3 Minuten. Das sind mein Teams, mein Frau-Teams. Oh, die ganzen Frauen. Ja, die ganzen Frauen sind mein Team. So. Okay, dann nehmen wir mal kurz jemanden hoch. Oder Ignor, möchtest du deine Geschichte noch weiter zu Ende sagen? Wir sind ganz Ohr, wir hören dir zu. Auf jeden Fall wollte ich sagen, bevor das passiert ist, habe ich davor sowas nochmal gesehen gehabt. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht bilde ich mir das ein, weil ich im Moment das so sehr sehen will oder so sehr was fühlen will. Vielleicht habe ich mir das so eingebildet. Aber als das andere dann passiert ist, dann war ich mir 100% sicher, weil da war auch meine Tante, also die Frau von meinem Onkel war dabei. Und sie hat auch Angst bekommen, als sie mich so gesehen hat. Aber das, was ich gesehen habe, hat sie nicht gesehen. Weil ich gehe davon aus, das ist wirklich so, wenn man sucht und wenn man ein offenes Herz hat, dann findet man es auch, man sieht es. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, umso mehr ich jetzt die Bibel studiere, umso mehr merke ich, dass Mohammed nicht dieser Beistand ist, von dem Jesus in der Bibel geredet hat. Ich meine, wie du auch eben gesagt hast, egal was man in Bibel liest, liest man auch gleich dazu oder irgendwann danach die Antwort dazu. Man kriegt immer eine Antwort. Und jeder Prophet, der gekommen ist, hat immer davon geredet und hat gesagt, ich bin der Prophet und ich komme, der Prophet vor mir hat von mir geredet oder er hat Verse gesagt, in welche Verse sein Name vorkommt. Aber bei Mohammed gab es keins von denen. Deswegen denk ich mir, wie kann man an sowas glauben, was von dem keiner geredet hat. Also es gibt vieles, was sich immer widerspricht. Und ich würde sagen, dass wenn man die Bibel mit offenem Herz liest, dann findet man auch die Wahrheit. Richtig.
Endlich mal eine Hijabi, die aus dem Islam ausgetreten ist, die die Wahrheit spricht. Und ich bin fest davon überzeugt, hier sind Muslime, die würden gleich sagen, so wie Abul Bara, Käfir! Nein, das ist nur die Wahrheit, Bruder. Aber, wisst ihr was? Der Herr Jesus Christus ist die Wahrheit und wird die Wahrheit für immer und ewig bleiben. Und wir wissen ganz genau, der König der Könige, König der Könige. Wer ist es, Leute? König der Könige, alle im Chat bitte. Wer ist König der Könige? Yeshua al-Messih. Yeshua al-Messih. Nicht Allah, komm, Allah ist unnötig. Allah das wissen wir. Yeshua al-Messih. Wir wissen ganz genau, wer das ist. Vielleicht schicke ich dir auch mal später einen Vers von dem Koran. Das ist sowieso noch ein Knockout. Das mache ich echt? Später. Oh ist je. Das mit das von Babu? Knockout. Oh je. Ist das das mit, wo Babu gesagt hat? Nein, nein, nein. Das ist was anderes. Okay. Das habt ihr noch nicht gehört. Und das ist genauso wie Bibel. Dann nimmst du den Koranvers. Das ist so wie König der König, was wie das gerade Knockout ist. Und das ist noch doppelt Knockout. Der ganze Wahnsinn. Koran ist ein einziger Knockout. Wahnsinn. Aber Leute, wir haben wieder heute so einen geilen Stream. Wir haben wirklich wunderschöne Menschen da. Und ja, ich will euch nochmal was zeigen, damit ihr alle mal ein bisschen was zu lachen habt. Ich meine, wir haben jetzt ganz viele Leute da. Ne? Ich spiele das immer wieder mal ab und zu mal. Das ist extra nur für euch Leute, ne, dass ihr ein bisschen immer wieder mal was zum Lachen habt, ja. Und ich mache groß, ne, damit ich mal mein Speech halten kann, Leute. Ne. So, Moment. Also Leute, ihr wisst ja ganz genau, der Satan, ne, wenn man die Wahrheit spricht, der Satan ist immer am Ausrasten. Ihr wisst, wie es ist. Ne. Und deswegen, wie gesagt, wir werden weiterhin die Wahrheit sprechen. Wir werden uns nicht davor verstecken. Ne? Ganz kurz. Ich zeige euch jetzt mal was Schönes. Ja, der Satan hat immer ein Problem damit, wenn man die Wahrheit spricht. Ich wechsle jetzt mal kurz meine Kamera. Schaut euch mal diesen Dämon an. Ne? Ja, schaut euch mal diesen Dämon an. Ey, Bruder, ich habe eine Frage an dich. Hey Bruder, ich habe eine Frage. Er trägt doch Brille. Wie sieht er dich? Der kann dich doch nicht mal wegboxen. Ich stand ohne Brille. Oh Mann, ey. Du bist in deinem Bild oder was? Hat er dich geboxt? Wahnsinn! Wahnsinn, Leute! In seinem Traum hat er ihn geboxt, ja? In seinem Traum, in seinem Chat da. Bruder, vor allem, wenn er dich genauso boxen würde, mit dieser Verkrampfung, das würde nicht mal wehtun, weil da ist ja gar keine Kraft hinter den Schlägen. Nicht. Da ist gar keine Kraft dahinter. Du siehst auf jeden Fall, das ist nur, also in meinen Augen, das sind wirklich Clowns. Das sind so kleine Djinns, die so in den Wald so springen, so. Die, wie so Gummibärchenbanden sind. Ey, Sunshine sagt, ob du das vielleicht nochmal zeigen kannst. Nochmal! Ich zeig's nochmal. Ey, ich mach mich kaputt. Ich kann mich ohne Bühne boxen. Wahnsinn. Das sind die größten Clowns hier, die kann man gar nicht ernst nehmen, Mann. Und vor allem einer, der gottesgläubig ist, ein Lehrer, ja? Ja, der sowas macht. Also sorry, dass die Leute denen noch folgen, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Stell dir mal vor, das würde einer von unseren Leuten einfach so machen. Das wäre ultra peinlich. Das wäre übel peinlich. Jetzt machen wir nochmal. Also Leute, guckt mal. Schaut euch diesen Mann an. Jetzt nochmal. Ich habe heute Morgen um 3:30 Regen gelacht. Ich konnte nicht mehr. Süße Schokolade, guck dir das an. Da weiß ich auch. Wahnsinn! Wahnsinn! Ich befordere die raus. Ja, komm. Ja, aber Blick, kann ich dein
Eingelehrter. Vom Disney-Gelehrter. Ne? Mach du ein Video, wie du uns zurückboxst. Nein, wir werden uns nicht. Oh, nee. Wahnsinn. Mit Tonebrille. Wahnsinn. Also wir müssen wirklich da festhalten, Leute. Wirklich, ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. So reagieren nur Dämonen, wenn sie wissen, dass die Wahrheit ausgesprochen wird. So reagieren Dämonen. Da müssen wir ehrlich zu uns selber sein. Ne? Flex, ich hab ja so reagieren nur Dämonen. Ja, ich habe ja heute Morgen schon gesagt, dass das eigentlich traurig ist, ne? Dass die viel Gebet brauchen. Ne? Ich meine, es ist zwar lustig, aber irgendwie sehr, sehr traurig, wirklich. Und wir werden Wir haben das alles verloren. Das geht nicht mehr. Ich muss mich verabschieden. Absolut. Also mit diesem Video, ich sag euch ganz ehrlich, der Kerl hat sich selber einen Knockout gegeben. Bruder, bei mir ist alles schon verloren. Tut mir wirklich weh, aber er hat den Geist, den Heiligen Geist schon gelästert, er hat schon über Jesus gelästert. Also da gibt's keinen, da kann er nicht geheilt werden. Ja, es ist schlimm. Ja, guck mal, was Jesus zu diesen Pharisäern damals gesagt hat. Und genau das sind die heutigen Pharisäer, die wir sehen, Leute. Das sind genau die Pharisäer, das sind moderne Pharisäer, Leute. Also müssen wir für sie beten. Wir haben keine andere Wahl, Leute. Ja. Das sind moderne Pharisäer. Das muss man sagen. Es ist so. Ja, Jesus hat die Pharisäer jedes Mal ermahnt. Jedes Mal. Ja, aber sie haben auf ihn gespuckt. Sie haben schlecht über ihn geredet. Das sind moderne Pharisäer. Aber ich glaube, die beschäftigen sich mittlerweile mehr mit dir als mit dem Koran, Bruder. Wahnsinn, ja. Oder? Sag Stimmt. mal. Stimmt. Wahnsinn. Die machen gute Werbung. Ich feiere das. Ich sag ganz ehrlich, wie es ist. Ich feiere das. Boah, ich feiere das. Elve, die alle da, die ganze Gummibärchenbande redet nur über dich. Auch dieser Joker, dieser halber Mann da, der soll mal live kommen. Ich will ein bisschen quatschen mit ihm. Ja. Elvedin ist echt der Schlimmste. Also der spuckt ja auch, während er die Bibel vorliest die ganze Zeit. Also dem ist gar nicht zu helfen. Ja, ich weiß. Also, was das Schlimmste ist, wirklich das Schlimmste, was ich jetzt bin, er ist ja vom anderen Ufer, ja. Und der geht noch mit Handy hoch. Wie geht das? Das ist ja im Koran eine Sünde. Absolut. Ich muss mich auf jeden Fall verabschieden. Gottes Segen. Gottes Segen dir, Schwester. Sehr schön. Okay, Iknur. Auf jeden Fall, Iknur, ich folge dir schon zurück. Ne? Und wirklich, Schwesterherz, ich küsse dein Herz. Ne? Und ich freue mich jedes Mal, wenn du auch hier im Stream dann auch bei uns bist. Ne? Hab dir aufgefolgt, Schwester. Danke, Iknur. Danke, Iknur. Sehr schöne Aussagen. Schönen Abend. Guten Abend. Schönen Abend dir auch. Schönen Abend dir auch. Wow, Flakes, dieser Stream hat sich gelohnt. Dank ihr. Auf jeden Fall. Mit ihrem Zeugnis. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall. Und sogar ein sehr, sehr schönes Zeugnis. Okay, der Kerl ist die ganze Zeit am Laden. Ich muss ihn wieder runterschicken. Holen wir mal jemand anders hoch. Schauen wir mal, wer hochkommen möchte. Ich bin jetzt mal ganz gespannt. Wir haben zwar immer noch ein Gesprächsthema, aber schauen wir mal. Tolle Arbeit macht ihr, Flex. Dankeschön, Achi. Dankeschön. Ich küsse doch euer Herz. Ich küsse doch euer Herz. Okay, ladet auch wieder zu lange. Aber mir fällt auf, wo ist der Yunus? Yunus wollte noch hochkommen und jetzt seitdem ist er spurlos verschwunden. Der wird nicht wiederkommen, Bruder. Oder er ist studieren gegangen. Keine Ahnung. Das Problem ist, ja, wie kann man wissen, ob das Sa'i oder Hassan ist, ja? Ich habe gelernt, dass wenn Sa'i, dass die mehrere Ketten haben, ja, mehrere Namen, desto mehrere Namen drauf sind, desto mehr ist es Sa'i. Auch bei Hassan ist das genau gleich. Ja, du kannst den arabischen Text ja Translator machen und dann siehst du die Kette da. Ich hab dir etwas geschickt. Hast du es gelesen, Bruder? Ich glaube, ja. Ich lese ziemlich viel zurzeit. Aber kurz. Mary? Guten Abend zusammen. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Was können wir denn für dich tun? Ich scroll ja manchmal durch. Ich wollte fragen, was für eine Gruppe ihr genau habt. Ich bin auch Jesidin im Übrigen. Ich lese das immer nur Armenier, Aramäer, Jesiden
und mich würde interessieren, was ihr so genau macht. Ja, wir tun ein bisschen über die Minderheit dieser Länder darüber sprechen, weil wie gesagt, ich unterstütze Jesiden, ja, und deswegen habe ich auch immer ein Herzchen dran, ne, falls du das gesehen hast. Ich habe immer ein Herzchen dran, bei den Armeniern habe ich immer ein Herzchen dran, bei den Aramäern habe ich genauso ein Herzchen dran, genau, genau. Dankeschön. Also du klärst auf, ne, bezüglich der Unterdrückung im Nahen Osten vor allem. Ja, das haben wir auch, ne? Wenn die Jesiden hier hochkommen, dürfen die ihre Geschichte gerne erzählen. Ich mag es auch gerne hören, ne? Bin ich ganz ehrlich. Ich höre mir sowas sehr, sehr gerne an, weil die Jesiden sind wirklich sehr, sehr stark unterdrückt und wirklich, ich unterstütze die, wo es nur noch geht. Vielen, vielen Dank. Genau. Und du bist Jesidin, habe ich verstanden, richtig? Genau. Mhm. Ja, kannst du uns ein bisschen darüber erzählen? Ich meine, ich bin fest davon überzeugt, dass deine Familie schon ein bisschen oder das erlebt hat. Deswegen, mich würde es interessieren. Kannst du ein bisschen was erzählen oder ist es dir ein bisschen unangenehm? Dann auch okay. Ist nicht so schlimm. Er meint mit erlebt, was uns 2014 zum Beispiel passiert ist mit unseren Geschwistern damals, ne? Mhm. Oh, okay. Also ich, das sind ja, betrifft ja diejenigen aus dem Irak. Ich komme aus der Türkei. Also meine Eltern sind hierher geflüchtet Ende der 80er. Und es war halt so, ja, die Kurden allgemein als Gruppe waren ja unterdrückt in der Türkei. Wir als Gruppe, ja, wir haben immer halt Schutz beim Staat gesucht, also wir haben uns da ein bisschen so abgezweigt, aber trotz dessen, dass wir in einem narzisstischen Staat gelebt haben, waren wir gerade durch die Kurden ja, religiös verfolgt und unterdrückt. Also wir wurden stark von unseren Nachbarn diskriminiert, teilweise auch gab es Todesfälle und so weiter. Also wir haben gar nicht die Chance gehabt, irgendwie zur Schule zu gehen oder zu studieren. Wir haben von Landwirtschaft ganz stark gelebt. Und ja, als dann die Situation in der Türkei immer heikler wurde, haben wir gesagt, es ist gar keine Chance mehr hier zu leben. Dann sind unsere Vorfahren ausgewandert. Also ganz stark wird immer von allen erzählt, von allen Jesiden, egal ob Syrien, Irak oder Türkei. Sie erwähnen immer wieder, dass die starke Diskriminierung gerade von den Kurden kommt. Leider. Hm. Krass, krass, krass. Hm. Und nur um sicher zu sein, damals, 2014, dieser Genozid. Ich habe ja mal ein Video gesehen, wo eine Frau ihre eigene, ich will das jetzt nicht aussprechen, weil das wirklich sehr, sehr hart ist. Mhm. Ist das Video wirklich echt? Wo sie was zum Verzehren bekommt? Ja, genau. Ja, es ist echt, weil es ist, gerade geht das klar mehr viral durch TikTok, aber damals wurde uns das schon gleich berichtet. Also du kannst auch ruhig glauben, der IS hat nichts ausgelassen. Er hat die grausamsten Dinge an uns Jesiden angetan. Und aber es war aber auch ihr Ziel, Schrecken zu verbreiten, weil der IS wollte ja ihr System einführen. Und aber auch ganz schnell, ne? Also wirklich so im Expressverfahren. Und dazu musstest du die Menschen verschrecken. Die haben gezielt natürlich auch alte Muslime getötet, um dieses neue System so schnell wie möglich zu bilden. Und ja, da gab es auch ganz viele Geschichten. Das ist einer der widerlichsten, ja. Ich wollte gerade sagen, aber jetzt die Frauen sind in die Gebirge geflüchtet und mussten mit ihren eigenen Händen ihre Kinder da begraben, ne? Weil es kein Essen gab, keine, ja, die hatten ja kein Wasser. Die sind einfach nur geflüchtet, raus aus ihren Häusern und einfach nur weg. Und die Kinder sind natürlich verhungert, ne? Was für widerliche Menschen, ey. Boah, das macht mich schon ein bisschen. Sowas pisst mich übel an, wenn ich das höre, bin ich ganz ehrlich. Ja, du musst dir vorstellen, wenn du dein Kind nichts mehr geben kannst. Ja, oder die haben zum Beispiel jemanden ganz lange verdursten lassen und anschließend in ihren Mund uriniert.
Und du weißt, ein Mensch, der durstig ist, ist anscheinend in der Lage dazu, das irgendwann mal zu trinken. Frauen, die in Massen verbrannt wurden, weil sie nicht konvertiert sind. Bis heute werden jesidische Frauen noch auf dem Sklavenmarkt verkauft. Der IS ist ja nicht komplett weg. Er ist ja besiegt, aber die Gruppen existieren ja immer noch. Ja, das ist im Hintergrund. Stimmt das, Schwester? Ich kann deinen Namen nicht. Aber wie heißt du überhaupt? Marianne. Ja. Boah, dieses Zeugnis, ey, ich muss es wirklich, muss mich beherrschen. Aber ich kann euch aber eine Sache garantieren. Ich habe wirklich mit jemandem Kontakt und diese ganzen Leute, die werden beobachtet. Ja, das kann ich euch, da gebe ich euch Brief und Siegel. Das sind Leute, die werden beobachtet tatsächlich. Und deswegen eigentlich sollten wir uns weniger Kopf machen. Die werden alle beobachtet. Alle, wirklich. Die werden wirklich beschattet. Also kann ich euch wirklich Brief und Siegel geben. Wir haben hier tatsächlich in Deutschland auch solche Anhänger. Ja, die haben wir hier. Ja, die leben sogar unter uns. Wie viel? Ja, so viel, 35.000 Extremisten aus dieser Richtung. Ja, mit Sicherheit. Aber ich gebe euch Brief und Siegel, Leute. Die werden alle beschattet. Alle. Deswegen seid ganz entspannt. Ne? Der One-Way-Ticket wird irgendwann mal da sein und dann ist gut, dann ist auch Ruhe hier. Also das sage ich auch immer, also viele sagen immer, ja, Kuscheljustiz hätten wir in Deutschland. Nein, wir leben in einer Demokratie. Es ist schon richtig, dass man dich nicht sofort einfach ins Gefängnis tun kann, sondern wirklich nur mit handfesten Beweisen. Und diese Leute werden wirklich beschattet. Man beobachtet sie im Hintergrund und dann, wenn der Moment kommt, schlägt man zu. Richtig. Weil wir sie nur einmal verhaften und dann richtig. Absolut. Und natürlich sind die Informationen, die sie sammeln, währenddessen auch enorm wichtig, um natürlich diese Gruppen zu durchbrechen. Ja, wie gesagt, tatsächlich sind die schon an einigen dran, ganz ehrlich zu euch. Ne? Ich weiß das nämlich von meiner Quelle. Und deswegen weiß ich, viele werden, auch hier gibt es unter ihnen, auch in TikTok, wirklich tatsächlich Leute, die beschattet werden. Da kann ich euch Brief und Siegel geben. Ja. Ne? Ich sag dir ganz ehrlich, egal wie weit es geht, die werden nie erfasst. Diese Geschichte mit den Jesiden und mit den Muslimen und den Christen etc., das hat schon von Jahren angefangen. Am meisten mit den Muslimen, die Muslimen haben uns 42 Mal angegriffen. Also 42. Ich bin Jeside, ja. Ja, Süßkartoffel ist Jeside, das habe ich schon in den Chats gemerkt. Frage nur. Das ist also wirklich, was Mary da gesagt hat auf das Video, ich musste weinen, arme Dame. Also ich kann solche Videos gar nicht sehen. Ich habe gleich weitergemacht, weitergescrollt, weil ich gemerkt habe, so das ist wie so, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, nimm diesen Kuli, das ist wie so ein Stich, der mir ins Herz reingeht. Ich kann das nicht sehen. Ich kann nicht. Seit ich das Video gesehen habe und meine Eltern vor Fernseher ganz seit 2014, 2015 angefangen haben zu weinen, ne? Und das Video noch weiter gesehen habe, ich bin ja von dieser Generation, da stelle ich mir vor, was damals passiert ist. Ja, Mann. Das ist für mich dann noch ekelhafter. Also ich bin ja aus Irak, ne? Und das irakische Land gehört ja den Christen und den Jesiden, soweit ich das weiß. Damals haben nur Jesiden und Christen da gelebt. Ja. Und die Muslime mussten sich wirklich, also Kopf nach Kopf abschneiden, dass die überhaupt vorankommen. Also und dann reden die über Sachen, der Islam ist so. Also im Christentum sind auch sehr viele Fehler, aber die sehen ihre Fehler ein. Bei denen ist es gar nicht so. Hm. Machen immer weiter und weiter und weiter. Zum Beispiel zwei 15-Jährige wollten in Leverkusen ein Attentat machen auf den Weihnachtsmarkt. Nein. Doch, das ist jetzt vor kurzem wollten die das machen und die haben die erwischt. Also es ist einfach nur traurig, was Leute. Ja, die werden aber angeheuert, weil die da oben, ja, genau. Ich will deren Namen nicht nennen, die sowieso beschattet werden, ja. Und da gebe ich euch Brief und Siegel, die werden beschattet.
Tatsächlich heuern die genauso solche Miezekätzchen dann an, dass die sozusagen diese Opferrolle einnehmen sollen. Ich weiß das alles. Die werden alle beobachtet. Die denken, wenn sie Nachrichten verschicken auf Arabisch, die denken, dass niemand da mitlesen tut. Doch, tatsächlich doch. Tatsächlich doch. Es wird alles mitgelesen. Sie können tun, machen, was sie wollen. Alles wird mitgelesen hier in Deutschland. Die haben mittlerweile ein Cybercrime, ein Team wirklich, die da dahinter stecken, die da wirklich alles mitlesen. Wirklich, also ganz ehrlich. Genau. Ja, und ich habe da auch Flex eine Sache beobachtet. Also wenn du mal siehst, dass jeder, der mit Pierre Vogel in Beobachtung in Kontakt kam, entweder verhaftet wurde ist oder nach Syrien gezogen ist in den Krieg, da frage ich mich manchmal, warum ist er noch da? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass er sogar ein V-Mann ist. Also die machen da schon geschickt, die V-Männer gehen in die Moscheen, die beten mit, die hören zu, was die sagen. Also die sind schon gut dabei. Und ich bin mir sicher, Da gibt es sehr, sehr viele. Ich glaube nicht, dass Pierre Vogel ein V-Mann ist, aber ich glaube, dass er seine Sache sehr gut macht, ja, so heimlich. Im Verborgenen, wie es sich bei Allah gehört, so im Verborgenen. Der beste Listenschmied. Ja, ja, genau so. Ja, aber viele Wahhabiten haben ihn als Käfer bezeichnet oder so. Er kann die arabische Sprache eh nicht richtig und liest falsch. Habe ich mal gehört. Aber trotzdem ist er sehr ein bestialischer Mensch, weil er hat mal Desodog, kennt ihr den? Oder kennst du Desodog, ja, der Rapper? Ja. Da? Desodog ist doch gestorben, oder? So ja, er ist gestorben, aber er war bei Pierre Vogel und er hat sich konvertiert, ja. Und er wurde nicht wie schlimmer. Er wurde mehr radikaler und so durch Pierre Vogel. Und Pierre Vogel sagt, nein, das stimmt nicht. Er war nie bei ihnen, aber man hat Fotos gesehen, dass er dabei war. Es gibt auch Fotos, ja, wo man Pierre Vogel vor einer IS-Flagge sieht. Also ob das extra ist oder nicht extra, weiß man natürlich nicht, aber es gibt davon alte Fotos. Und dann wurde er von Staatsschutz beobachtet und seitdem verhält er sich nicht mehr so radikal. Also ich sag dir mal so, guck mal, die haben uns angegriffen, ich sag dir auch warum. Weil unser Glauben verbietet uns, anderen Menschen was anzutun. Ja, genau. Und für uns ein Trauma, wenn jemand jetzt neben uns stirbt und wir das nicht machen dürfen. Verstehst du meine? Absolut. Warum? Ich glaube, es ist darum, dass... Unser Glauben ist uns nicht erlaubt. Und dann haben die halt so überlegt, ja, wir greifen die an, wir vernichten die, dann kommen die Menschen mehr zu uns. Verstehst du meine? Ja, aber ich glaube, das war schon bei Abu Bakr so, glaubt. Der hat doch damit angefangen, die Muslime voranzutreiben und am Koran aufzupassen. Die Jesiden waren immer friedlich. Die wollten doch gar keinen Krieg und ja. Wir wollten nicht. Diese Schlacht mit den Jesiden auch los. Auch jetzt wollen wir keinen Krieg. Ja, weißt du. Dass unsere Kinder als Soldaten gemacht werden, für einen Siebenjähriger, ich gucke mal im Video, ein Siebenjähriger. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel noch mal eine Story, die wurde auch verfilmt oder beziehungsweise kam in den Nachrichten. Da hat jemand es geschafft, sein Kind aus IS-Gefangenschaft zu holen. Es war ein Kindersoldat. Er ist jetzt zu Hause, aber er sagt zu seinen Eltern, ihr seid Kuffar. Ihr geht in die Hölle, weil er das so indoktriniert bekommen hat. Und also eins will ich sagen, 2014 ist in der heutigen Zeit passiert. Es gab Telefone, es gab Handys, es wurde alles ausgestrahlt. Aber das hatten wir schon immer während der osmanischen Herrschaft, weil die Scharia geherrscht hat. Und gemäß der Scharia ist das, was uns zusteht. Also das, was jetzt eigentlich 2014 passiert ist. Wir haben ständig unter diesen Umständen gelebt, weil ich habe auch gesehen, ihr beschäftigt euch ja auch mit Bibel und Koran und so weiter. Mhm. Und Scharia sagt, alle Andersgläubige haben bestimmte Rechte. Die Anhänger der Buchreligion, also wie Christen und Juden, bekommen die Wahl, entweder die Jizya zu zahlen. Richtig, oder genau, die Jizya. Aber die anderen haben gar keine Rechte dafür, nur Juden und Christen. Also Juden und Christen dürfen die Jizya zahlen oder müssen konvertieren.
alle anderen Religionen. Und dann sagen die friedlicher Islam. Ja, natürlich. La, 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 la. Mary, wartet mal kurz. Ich habe ein Video gesehen und da war ja eine Frau und sie erklärt das. Und sie war ja Zeugin und das ist ja erster Mond und die machen ja so ein Video bei ihr. Und sie erzählt, ne, damals bei dem, also die hatten festgehalten die jesidischen Frauen und Kinder. Und danach haben die Kinder genommen von den Frauen, ja. Und später die einfach dem Fleisch gekocht, dann haben die zu den Müttern gegeben und haben gesagt, isst das, ne? Und die hatten dieses Fleisch gegessen und dann später hat eine Frau, meinte, hatte unsere Kinder auch gegessen und die hatten die angenommen und haben die gezeigt, die Kinder sind schon in Stücke gemacht und eine davon hat gesagt, was wir gegessen haben, das war eure Kinder. Stell dir mal vor, was die einfach machen. Also oh mein Gott, ich dreh durch. Die Frau hat auch seinen Kopf gegen die Wand gehauen, bis sie gestorben ist. Ja, genau. Oh, eine von denen hat eine Krise bekommen. Ja. Eine hat davon eine Krise bekommen und ja, wie der Bruder gesagt hat, und sie gestorben. Wie kann man so eklig sein? Oh, ich kann nicht mehr. Echt? Aber da ja. Darf ich schon kurz erzählen, wie der Islam ist. Ich glaube schon alleine. Ich wollte das gerne weiterführen. Sehr gerne. Wie gesagt, also die Jesiden haben dann in so einem Staat gar keine Rechte, nur konvertieren oder das Schwert. Und ich will euch noch eins sagen, diese islamische Welt, in Anführungszeichen, ist eine krypto-islamische Welt. Das sind alles keine echten Muslime, weil aufgrund dieser Regelung haben sehr viele Untergruppen, man sagt immer, das sind Abspaltung von Islam. Nein, sie haben sich in den Islam integriert. Das sind vorislamische Religionen, wie die Sufis, wie die Aleviten, wie die Drusen. Die haben sich alle einen islamischen Schirm angehangen. Die haben gesagt, wir glauben an die 5 Säulen, damit sie in Ruhe gelassen werden und haben insgeheim ihre Religion noch weiter ausgelebt. Und der Nahe Osten ist voll damit. Sie haben nur Angst, sich zu outen. Es sind nicht nur Christen und Jesiden. Man denkt immer, das ist eine Abspaltung. Das stimmt nicht. Das sind Menschen, die haben sich das nur angehangen, damit sie nicht getötet werden. Aber das sind in Wirklichkeit eigenständige Religionen. Weißt du eigentlich jemand, wie der Islam überhaupt entstanden wurde? Also weiß jemand, als Jeside war, wie die Geschichte uns erzählt wurde? Mary, weißt du das? Ganz Ohr, Bruder. Nein, ich will nicht. Also, erzähl, du darfst erzählen. Der Mohammed zum Beispiel, ne, war unter einem Baum. Und dieser Baum war riesengroß. Er hat ein Buch vor sich gehabt. Die meisten sagen, der kann nicht lesen, aber er kann es sehr gut sogar lesen. Er war Schriftsteller. Er hat ein Buch geschrieben. Der hat von jeder Religion ein Zitat genommen, was gut dasteht. Erste Sache. Und das andere war einfach von seinem Kopf. Er hat es reingeschrieben. Er hat das Baum kaputt gemacht, also innerlich. Hat das Buch reingesteckt, wieder zugemacht. Dann hat er zu seinen Lehrlingen gesagt, hol die Menschen hierher. Sagt den Menschen, Gott hat uns was geschickt. Die Menschen haben sich versammelt, haben sich den Baum angeschaut. Da hat Mohammed eine Rede gehalten. Er sagt, sieht her, was Gott uns hergeschickt hat. Er hat den Baum aufgemacht, da war ein Buch drin. Und er hat gesagt, das ist das Buch von Allah. Aber ich dachte, laut Geschichte, dieser Jibril, er konnte weder noch lesen noch schreiben. Er war ein Schriftsteller. Er könnte sehr gut schreiben und lesen. Okay, das ist wieder eine neue Geschichte, die ich hier zum ersten Mal höre. Das ist ja die jesidische Sicht, Bruder. Genau, und deswegen hat doch gesagt, bevor er starb, Mohammed, gibt mir einen Stift und Dings, ich will euch was mal schreiben. Also er könnte sehr gut schreiben und lesen. Und er war ein sehr gut, intelligenter Mensch. Das Problem ist, also wie gesagt, die Geschichte höre ich zum allerersten Mal, wenn ich ganz ehrlich bin. Das musst du auch die Aleviten fragen. Die Aleviten wissen sogar mehr. Ne? Die wissen es auch ganz genau, was der Mohammed damals gemacht hat, alles. Mhm. Mama mia. Ja,
Also Islam wird immer mehr ein Rätsel und ein Rätsel und wird immer ein Rätsel bleiben. Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch der festen Meinung, dass er einfach eine Erfindung ist, weil er wurde außerhalb des Islams nirgendwo bestätigt. Es gibt keine historischen Sachen über ihn, außer in islamischen Schriften. Also ich bin immer noch der Meinung, er ist einfach erfunden worden, damit man einfach... Er ist auch erfunden. Das Buch wurde von seinen Gedanken erfunden, wie das darstellen sollte, wie das vorangehen sollte, wie das macht. Und was die anderen Religionen gedacht, hat jede Zeile davon was geklaut. Von jeder Religionszeile hat er was geklaut, um zu binden, dass der so ist, der so ist, der so ist. Verstehe ich meinen? Ja, es gibt ja auch 1000 Widersprüche in den Hadithen zum Beispiel. Also mal konnte er sich mal nicht immer so hin. Leute, ganz kurz, weil viele schreiben immer wieder rein, ich sollte mit Irfan Peci mal live gehen. Wenn ihr den Bruder Irfan Peci mal alle mal zuspammen könnt, dann kann er mal entweder hier reinkommen oder ich gehe mal zu Irfan Peci rein. Das ist gar kein Problem. Also das Problem ist, was Momo da getan hat, ist wirklich schrecklich. Wir wissen, dass ihr schon mal Bescheid wisst, Leute. Aber ich glaube, am Schluss, vor dem Tod, wollte er wirklich schreiben, dass Jesus Christus Gott ist. Und er konnte es nicht. Ja, also vielleicht wollte er seine Taten bereuen. Wer weiß das schon? Das ist jetzt alles nur eine Vermutung, eine, ja. Und dann hatte die, diese Sahabis genug und haben gesagt, nein, wir brauchen nichts. Wir haben schon den Koran. Ja, und für das sind das Schia so wütend auf diese Sahabis, ja. Und fluchen auf die. Und so weiter. Er sagt ja selber, oder die Muslime sagen selber, ich mache Platz für die anderen, Gottes Segen, den Hörn. Gottes Segen, ihr, kein Problem. So, mein Lieber, geht's auch mit euch? Hörst du mich? Also Mohammed sagt ja selber, er hätte Jesus im Traum gesehen. Flex, was ich sagen wollte, du musst einfach mal gucken, wenn Irfan live geht, dass du ihm einfach eine Anfrage schickst. Ja, okay, okay. Weil ich habe das letzte Mal, wo Abu Chaka da war, habe ich kurz Irfan, seinen Namen hier drinnen gesehen, der ist kurz reingekommen. Ich glaube, der hat kurz zugeschaut und dann ist er irgendwann mal, glaube ich, auch wieder rausgegangen. Ja, aber ich denke, der ist heute Abend live, bestimmt gegen 22 Uhr, dann schicke ihm mal eine Anfrage. Mhm. Okay, werde ich machen. Kannst du gleich nochmal Offenbarung, was war das, 19? Mhm. Uns vielleicht gleich nochmal vorlesen, das ist so wunderschön. Zumindest die. Ach so. Zwei. Ja, werde ich machen. Ne? Und übrigens, Süßkartoffel, weil du gemeint hast, es könnten Fehler vorkommen. Nenn mir einen Fehler in der Bibel und wir können das mal zusammen durchgehen, Süßkartoffel. Und ich garantiere dir, es gibt keinen Fehler. Ich sag dir mal so, der Bibel, ich hab's noch nie gelesen. Ich kann dir. Siehst du? Du musst lesen, Bruder. Lass mich aussprechen. Da gibt es ja manchmal Leute, die sind zu dritt und geben so Bücher. Ne? Mhm. Und da habe ich mir so ein paar Zeilen so durchgelesen, etc. etc. Und es sind für mich einfach nur Wörter, was einfach so dargestellt sind. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das Wort Gottes. Wenn wir Gott zu 100% verstehen würden, dann wäre er ja kein Gott. Das darfst du auch nicht vergessen. Dann gehe ich jetzt mal da rein, ne, hör mir ein bisschen davon an, die Christentum so oder Christentum so. Was soll ich jetzt am Ende glauben? Wo soll ich da vorangehen? Wie soll ich das irgendwie in meinen Kopf einspeichern? Und sagen, was verstehst du denn nicht, wenn ich dich fragen darf? Fangen wir mal mit dem Vater an. Ne? Der... Mhm. Will keinen Krieg haben, aber macht Krieg, sozusagen. Verstehe ich mal? Warum soll der Vater Krieg machen? Ja, damals haben den Mohammed und, wie hieß der nochmal? Ich bin kein Moslem. Nein, habe ich nicht gesagt. Mohammed, also die Christen und die Muslime haben ja auch damals Krieg gemacht. Ja, aber die Kreuzzüge haben ja mit der Bibel, keine Gemeinsamkeit. In der Bibel wirst du niemals die Kreuzzüge finden. Einer hat mal erklärt, also das ist auch einer hier auf TikTok, er hat gesagt, die Kreuzzüge waren eine Reaktion auf die islamischen Angriffe. Genau, deswegen haben die Christen auch angefangen, Krieg zu führen.
Ich bin ja auch Jesidin und Süßkartoffel ist ja auch Jesidin. Ich glaube, wir empfinden ja mal oft das Gleiche, weil wir sind auch eine kleine Gruppe. Es ist so, wir beschäftigen uns nicht mit den Inhalten in der Bibel oder im Koran. Wir sehen das aber an den Taten, und an den Taten der Muslime ist das leider ganz stark zu sehen. Also ein Christ läuft rum, sagt Nächstenliebe, Nächstenliebe. Da ist nichts Widersprüchliches. Also da brauchen wir nichts zu hinterfragen. Wir möchten das auch nicht. Wir hinterfragen auch generell keine anderen Religionen, weil wir sagen, Leben, Leben lassen. Jeder Weg zu Gott ist ja ein schöner Weg und der richtige Weg. Aber wir haben halt dieses, gerade weil wir dieses Problem haben mit den Muslimen, dass sie uns immer verfolgen, bin ich auch so gewesen, dass ich mich auch mit deren Religion beschäftigt habe. Ja, ich habe es auch kürzlich mit einem ausdiskutiert. Die haben ja unterschiedliche Rechtsschulen, die sich widersprechen. Und ich habe auch zu einem. Und die widersprechen sich, die widersprechen sich sogar sehr, sehr stark, ja, tatsächlich. Genau. Und wenn ein Muslim mir zuvor noch sagt, der Koran sei perfekt, dann habe ich auch zu ihm gesagt, dann sind meine Ansprüche aber gerade sehr hoch. Und wenn du mir sagst, ja, die Sahaba so und so und die Rechtsschulen und die sind nicht unterschiedlicher Meinung, dann hast du einfach verkackt. Das kann nicht sein. Wenn du mir etwas als perfekt verkaufst, darf es nicht widersprüchlich sein. Es kann doch nicht sein, wenn der Koran perfekt ist, dann will doch Gott auch, dass er richtig verstanden wird, oder nicht? Absolut. Aber wenn man es aber liest, und komischerweise sagen die ja immer, ah, das muss man auf Arabisch und so. Das heißt also, jeder, der den Koran hat auf Deutsch, ist irregeleitet, weil es ist eine falsche Übersetzung, es ist nicht richtig, es ist falsch. Ja, also, dann lernen sie ja nicht den richtigen Islam kennen. Das heißt also, Allah ist ja in dem Moment ja ein Lügner. Also es ist schon irgendwo traurig, ne, dass immer solche Argumente immer kommen, und dass sie nicht ehrlich zu sich selber sind. Also ich finde das sehr, sehr schade. Weißt du, wo die arabische Schrift herkommt? Aus dem Aramäischen. Es ist, guck mal, der Islam ist einfach nur eine Kopie des Christentums, des Alten Testaments, verändert worden. Und Arabisch ist ein Dialekt des Aramäischen. Das ist alles nichts Neues. Genau. Also der Islam ist nur quasi Judentum, Christentum, Swastika und beduinische Mystik. Das habe ich ja vorhin damit gesagt, dass sie von jedem was geklaut haben. Also Mohammed war wirklich ein sehr intelligenter Mensch. Er wusste ganz genau, was er da macht. Wie der seine Lehrlinge manipuliert, um zu wissen, wie das funktioniert und wie der vorangeht. Er wusste es ganz genau, was vorankommt und wie der es machen soll. Ja. Weil wenn ich jetzt mich jetzt mit, wie heißt du, Felix, wie den Flex. Wenn ich mich 2 Stunden mit denen an meinen Tisch setzen würde, dann könnte ich den auch so manipulieren, dass er am Ende sagt, okay, ich folge dir, ich folge niemand anderen. So ein Mensch war der. Er könnte sehr gut manipulieren. Vor allem früher war das ja auch noch viel leichter, ohne die ganzen... Aber mir ist aufgefallen, das sagen sehr, sehr viele tatsächlich, ja, dass der Name Mohammed im Koran vielleicht ein paar Mal vorkommt und dann nirgendwo. Du findest auch nirgendwo eine richtige Quelle über ihn. Nein, es gibt keinen historischen Verweis auf diese Person, keinen einzigen. Es gibt nur eine Schlacht um Jerusalem, da kommt ein Mohammed irgendwann vor, das ist aber Jahre danach. Wahnsinn, das ist sehr komisch, sehr, sehr komisch. Der hat sogar seinen eigenen Bruder umgebracht. Weiß es jemand? Also der hat wirklich, dass der auch vorankommt, wirklich auch seinen eigenen Bruder umgebracht. Nicht er selbst, der hat Anhänger gehabt. Ja, der hat auch viele Verwandte in Kriegssituationen geschickt, damit die da komischerweise umkommen. Genau. Wahnsinn. Also was hinter dieser Geschichte, kein Muslime, ne? Also die Muslime, die ich kenne, die ich mit denen befreundet bin, mich mit denen unterhalte, keiner weiß davon. Ja, natürlich wissen die das nicht. Woher sollen die das wissen? Die lesen ja nicht mal ihre eigenen Bücher. Also genau, die hören nur auf das, was in der Moschee oder vom Imam gepredigt wird. Mehr interessiert die nicht. Die lesen das meistens nicht nach. Gottes Segen zusammen. Ich hoffe, es ist okay, dass man mich so okay hört, wie ich gerade. Gottes Segen, Bruder. Strenggläubig, ich hab schon ewig nichts mehr von dir gehört. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Ich habe meine Firma verkauft letzte Woche und so, und da muss ich Geschäfte erledigen. Was ich sagen wollte, ne? Ich glaube auch, deswegen, die sagen zum Beispiel, wenn du sagst, habt ihr Manuskripte vom Koran, ne? So wie wir immer so viele Manuskripte haben, dann sagen sie, ja, wir haben da einen Birmingham-Manuskript, ne?
Das Burningham-Manuskript ist wirklich zu der Zeit Mohammeds entstanden, hat aber 44 Unterschiede in nur zwei Blättern zum heutigen Koran. 44 Unterschiede, zwei Blättern vom heutigen Koran. Das ist das älteste Manuskript, was die haben, ja? Der hat später alles, was widersprüchlich war, hat der verbrannt, der eine hier, ich weiß nicht genau, wie der Typ heißt, ja? Uthman meinst du? Uthman, genau, Uthman. Der hat alles verbrannt und er, ey. Natürlich, guck mal, weißt du, Bruder, ganz kurz noch. Aber guck mal, egal welche Manuskripte du dir anguckst, die sind nicht mehr so wie heute. Ja, schon mal gar nicht in den ersten zwei Jahrhunderten. Und das werfen die uns ja einmal vor, wie unsere Manuskripte unterscheiden sich, ja. Aber ganz ehrlich, wenn man das vergleicht, sind unsere Manuskripte trotzdem zu 98% gleich. Natürlich haben versucht, die Arianer in den alexandrinischen Texten die Gottheit Jesu wegzumachen. Keine Frage, ja. Aber der Grundtext ist zu 98% immer noch der gleiche. Und das ist halt bei den Mohammedanern ganz anders. Und ich nenne die auch nicht mehr Muslime. Und wir sollten die nicht Muslime nennen. Muslime sind die arabischen Christen in meinen Augen, ja, die sich von diesen Leuten die Köpfe abschneiden lassen für den Herrn Jesus Christus. Ja. Und das ist das Einzige, wisst ihr, und das ist das Einzige, was ich nur noch die letzte Zeit im Islam sehe. Gewalt, Drohungen, Hass. Ja, Hass, Bruder, und Gewalt, das ist das Futter des Islam. Mir ist so oft gedroht worden die letzten Tage. Ich komme zu dir in deine Stadt, ich warte bis heute noch. Ja, sollen die wirklich kommen? Ich sag das ganz ehrlich, sollen die kommen? Bruder, man hört sich nicht. Ich schlacht die dabei aus, weil ich einfach nur weiß, dass das nichts mit diesem Menschen zu tun hat. Ja, sorry. Mach dir keine Sorgen, Bruder. Ich weiß schon, was gerade abgeht. Ne? Es gibt gewisse Dinge, die im Hintergrund laufen, strenggläubig. Wir tauschen uns mal aus und dann erzähle ich sie dir. Ne? Ich weiß genau, von was du sprichst, aber ich gebe dir Brief und Siegel, die werden beobachtet, strenggläubig. Deswegen, die sollen weiterhin drohen. Es gibt viele Anhänger von denen. Und wir wissen ganz genau, der droht, der weiß und kennt die Wahrheit. Bro, hörst du mich? Weiß ganz genau. Bro, ja. Hörst du mich? Wir hören dich. Bro, hörst du mich? Ich hab die alle gemeldet. Ich hab denen ihre ganzen Adressen schon. Ich hab alles von denen. Ich könnte das jederzeit, aber das darf ich weil das sonst eine Straftat wird, sonst könnte ich das. Die werden alle. Ja, aber strenggläubig. Die müssen nur eine Dummheit machen, dann ist das. Strenggläubig, ganz kurz. Es gibt eine Person. Eine einzige Person. Ich will nur seine Adresse haben. Eine einzige Person nur. Nur eine einzige Person. Wer? Das werde ich hier nicht reinschreiben, ich werde es hier auch nicht sagen. Ich will nur diese eine Person. Der Rest von der ganzen Gummibärbande interessiert mich nicht, aber nur einen. Einen einzigen. Ich werde dir schreiben und dann, wie gesagt, wir diskutieren uns ein bisschen aus. Ich will nur eine Person haben. Mehr nicht. Eine Person. Schreib mir gleich. So. Ja, wir schreiben einfach privat und dann ist okay. Auf jeden Fall. Aber nicht voll, ey, du musst mir einfach mal deine Augen zeigen. Meinst du Joker? Okay, gut. Meinst du, haben die? Egal, Bruder. Ich weiß, wo der ist. Alles klar. Hamdi ist ja in Österreich. Der ist nicht schwer zu finden. Hamdi ist in Österreich, das weiß ich schon. Joker ey, ist übrigens in Bremen. Bro, hier unten der Typ. Der gerade geschrieben hat, willst du meine? Hier dieser, der ist übrigens Anwalt, ne? Der ist Muslim und ist Anwalt. Und der interessiert uns nicht, ist egal, der interessiert uns. Der ist Anwalt, der ist Muslim und Anwalt. Ja, alles gut. Der ist nicht so wichtig. Joker, der lebt zum Beispiel in Bremen, das habe ich auch schon mitbekommen. Aber der juckt mich gar nicht. Ich will nur von einer einzigen Person. Deswegen, ich schreibe dir und dann ist okay. Wir brauchen hier nicht so viel reden, deswegen alles gut. Ne? Okay. Mir ist das sehr, sehr wichtig, nur von einer Person. Gottes Segen dir, Bruder, strenggläubig. Alles gut bei dir? Ja, was ich noch sagen wollte, wenn die mich schlagen wollen, dann sollen die mich schlagen. Wirklich, sollen die mich schlagen. Ich werde die so verklagen dafür, dass sie mich schlagen, dass sie nicht mehr in ihrem Leben ein Euro auf ihrem Konto haben. So werde ich die verklagen. Schon mit 10 Anwälte und verklagt die so übelst, dass sie nicht mehr wissen, was ein Euro bedeutet in ihrem Portemonnaie.
Ich würde aber soll ich ganz ehrlich sein, strenggläubig, wir sollten diese Menschen einfach ignorieren. Irgendwo habe ich auch noch so Liebe für diese Menschen. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Das es ist schwer, ja. Und Leute, wie gesagt, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, Leute, es tut mir mega leid. Aber ich kann die Emotionen von strenggläubig wirklich verstehen, weil diese Menschen drohen, die können nur drohen. Sobald man die Wahrheit spricht, drohen sie. Ja, und darüber müssen wir einfach sprechen. Ne? Es ist einfach so. Ich kann strenggläubig vollkommen verstehen. Er redet aus Emotionen. Es nervt ihn. Ja, deswegen. Ja, vor allem sind sie bei ihm ja auch nur ins Private gegangen. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als bei anderen hier. Also sie haben bei ihm schon viel Mist gemacht. Ja, genau. Der Strenggläubig hat mal eine Debatte gehabt. Seit, glaube ich, diese Debatte wollen sie ihn einfach nur verfolgen. Also ich weiß nicht, strenggläubig ist, stimmt das? Oder sie posten auch immer wieder Fake News von dir. Ja, die wollen. Die posten Bilder von meiner Frau, die nehmen meine Frau als Profilbild. Die drohen mir, die haben mir meine Adresse geschickt und alles. Ja. Die schicken mir alles. Aber weißt du, die können mich mit mir machen, was die wollen, aber wenn die meine Frau anpacken, dann wissen die noch leider nicht, was meine Familie ist, ja. Und wer ein bisschen mich kennt, wer ein bisschen mich kennt privat, und es gibt ja Leute, die kennen mich privat, ja, dazu muss ich nicht mehr sagen, aber wenn meiner Familie irgendwas passieren wird, dann vergesse ich mich, ja. Strenggläubig, ich werde dir später mal ein paar Sachen mal schicken. Ja, und dann wirst du sehen, was ich dir sagen möchte. Ich werde dir auf jeden Fall ein paar Sachen mal leaken. Schau dir das mal ganz in Ruhe an. Und dann wirst du Schock bekommen. Ne? Also das sind richtige Verbrecher eigentlich, wenn du so siehst. Ne? Es ist halt eine sehr, sehr krasse Geschichte. Wir Christen würden niemals irgendjemanden drohen. Niemals. Das ist nicht unsere Natur. Und der Heilige Geist... Der Heilige Geist, der lehrt uns sowas nicht. Deswegen, strenggläubig, bleib ganz entspannt. Ne? Ist alles cool. Wir tauschen uns einfach nachher kurz aus. Und dann. Ich wollte nur was sagen. Weißt du, was man machen muss? Man muss mit diesen Leuten an die Presse gehen, damit die nie wieder einen Job finden, damit die ihre Arbeit verlieren, damit denen ihre Gesichter bekannt werden, damit jeder weiß, wer das ist. Ja. Damit die alles verlieren um drumherum, alles. Die dürfen keinen Job mehr finden, die dürfen nichts mehr machen. Und das mache ich auch. Ich werde in ihre Firmen, ich bin mit dem Spiegel, ihr kennt ja die sind ja sowieso immer so gerne mit Salafisten, ihr wisst das aber, ja. Oder die sind sowieso alle arbeitslos, also von daher, die sind eh alle arbeitslos. Nee, ein paar von denen studieren, ein paar von denen haben Firmen, ein paar von denen sind Taxifahrer, Joker, und ein paar von denen sind Fahrlehrer, das sind halt intellektuell Flachkanonen, ja, das ist halt so, ja. Ey, warte mal kurz, ganz kurz, strenggläubig, warte, Bremen, Joker, Bremen. Oh. Nein, das ist nicht Bremen, der hat doch jetzt selber im Live gesagt, wo der herkommt, irgendwas mit E, Troll, irgendwas hat er selbst gesagt. Ich weiß schon, alles gut. Ja, der hat es selbst gesagt. Deswegen ist auch keine Straftat, wenn wir das sagen, wer das selbst sagt. Aber Bruder, der eine ist auch noch schlimmer, der Achi Schwitzenkasten, ja. Der hat über die Aramäer schlecht geredet, ja. Also wenn du ihn mal siehst, frag ihn mal, der Punisher wartet immer noch auf seine Antwort. Also das Ding ist, der Achi Schwitzkasten tatsächlich, habe ich auch mitbekommen, ich habe das Video ja bei mir, wo er sehr schlecht über die Aramäer gesprochen hat. Also ich hoffe, dass der Kerl sein Gesicht hier in TikTok nicht zeigt, weil so abwertend über Länder zu sprechen, vor allem über... Warum musst du schlecht über Aramäer sprechen? Das ist wie, wenn ich schlecht über, keine Ahnung, bestimmte Länder sprechen würde. Niemals! Guck mal, das liegt in dem Blut von denen. Die sprechen gerne über anderen Menschen, um die einfach schlecht dazustehen, weil die wissen, wo die herkommen. Ne? Ja. Die wissen nicht ganz genau, wo die herkommen. Und deswegen wollen die irgendwie versuchen, das noch zu retten. Ne? In dieser Hinsicht so zu sagen, ey, guck mal, die Aramäer so, die sind so, die Christen so, etc. etc. Hey, warte mal, ich muss was sagen. Der kommt aus Frankfurt.
Ja. Ja, ich nein, wünsche euch auch einen schönen Abend. Der will Lehrer werden, Mann. Der will doch Lehrer wieder, er will ja Lehrer werden und seit solche Aussagen, die Sache Schwitzkasten, ja? Ja. Süßkartoffel will noch was sagen, ja? Ich wollte was sagen. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Gott danke, dass du dich und hol laut aus, Himmelag. Man hört sich, man sieht sich. Bis dann, tschüss. Dankeschön, Süßkartoffel. Ja, Gottes Segen. Das Thema wechseln. Weil ja, wir wechseln das Thema, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, Leute. Eine Sache bin ich raus, Bro, ja? Lass mich ganz kurz noch was sagen. Hammer, weißt du, mich haben wirklich viele Russen und sowas angeschrien. Du weißt ja, ich bin orthodox, ich bin in der russisch-orthodoxen Sachen und du weißt, mit Russen ist nicht zu spaßen, ja? Die haben mich angeschrieben, Daniel, wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder so, sag uns einfach Bescheid. Da habe ich zu denen gesagt, hört mal zu, wir als Christen, egal was passiert, wir sollen unsere Feinde lieben und deswegen, ohne Mist, ne? Ich bete trotzdem für die, egal was die zu mir sagen, egal was die zu mir machen, egal ob die mich deswegen auslachen, egal ob die den Heiligen Geist lästern oder sich darüber lustig machen. Ich höre nicht auf, für diese Leute zu beten, weil ich könnte jeden von denen jederzeit in meine Arme nehmen und könnte sagen, ey Bro, ohne Mist, ich wünsche dir trotzdem nur das Beste, während die mich nur abstechen würden. Ja, und das ist der große Unterschied. Das ist der große Unterschied, genau. Das wollte ich auch gerade sagen, weil die kennen die Wahrheit nicht, ne? Die wissen nicht, was richtig und was falsch ist. Die lachen unten und das zeigt halt den Geist, ne? Prüfet die Geister. Die lachen, die sagen eben, oder Taschentücher, die nehmen Bilder von meiner Frau, der schreibt Tawhid darunter, brauchst du ein paar Taschentücher? Ja, ist ja klar, ne? Wenn man seine Fresse nie zeigt und Angst hat vor Gott und der Welt, ne? Da ist das halt so, ja, aber ist ja, so. Weißt du, ich habe keine Angst. Vor was soll ich Angst haben? Wenn die mich töten und dann zeigt das nur noch mehr denen ihr Gesicht. Absolut. Und es gibt so viele Muslime, die sich von denen distanzieren. Ja, die sagen, wir möchten damit nichts zu tun haben. Es gibt mehr Muslime, die sich von denen distanzieren, als Muslime, die zu denen halten. Und diese Muslime würde ich niemals beleidigen und auch niemals ihren Prophet beleidigen. Was wir doch nur machen, ist doch nur, dass wir denen zeigen, die uns die ganze Zeit beleidigen, was die überhaupt folgen, ja. Ja, absolut. Bero, bist du noch da? Ich bin da. So, da fragt jemand, bist du Sunni oder bist du Yeshua al-Masih? Gottes Segen, streng gläubig. Gottes Segen, streng gläubig. Bero, bist du Sunni, bist du Schia oder glaubst du an Jesus Christus? An Jesus natürlich, ich bin Jesid. Bei der Kerngebracht hat hier drin. Jesus, ja. Jesus glaubt, Amen, Halleluja. Ja, wir lieben Jesus. Das freut mich, dass ihr Jesus liebt. Absolut. Aber dann umarme ich euch ich umarme euch, aber es geht ja nicht, ich umarme euch alle. Sehr schön. Sein Gläubig hat gerade was sehr, sehr Wichtiges gesagt. Es ist so powerful, mit Liebe zu antworten. Das hat wirklich eine Riesenmacht. Ich muss immer wieder an die Geschichte von dem Attentat an den Papst denken. Habt ihr die Geschichte gelesen? Das mit dem Typen meinst du? Der Attentat. Ja, ich kenne diese Geschichte. Er hat ja versucht, ihn zu töten, hat nicht funktioniert und der Papst hat ihm verziehen. Ja. Und durch diese Reaktion vom Papst, dass er ihm verziehen hat, hat dieser Mensch, ist er zum Christentum konvertiert erstens und ist mehrmals geflohen und man hat ihn am Grab des Papstes gefunden. Okay. Das wusste ich nicht, also dass er zum Christentum konvertiert ist, wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass er ein Attentäter war. Ja, er hat, ja, Gottes Hand hat ihn, den Papst, beschützt, dazumals. Und ja, wir kennen diese Geschichte, aber ich wusste nicht, dass er an Jesus glaubte. Ja. Dann soll er gesegnet werden. Halleluja, Amen. Auch wenn er eine schlimme Tat getan hat, jedem Mensch kann man verzeihen. Und bei uns ist das genauso. Also es ist ja, ich sag mal, auch diese Liebe, so die wir immer gehegt und gepflegt haben mit den Christen. Also für uns ist so zum Beispiel die Kirche ein zweites Zuhause. Wenn wir in die Türkei fliegen, meine Eltern sagen zu mir, komm, wir gehen ins Kloster, wir gehen in die Kirche.
Warum? Weil diese Menschen halt immer so liebevoll waren und du hast einfach keine Angst, diesen Ort zu betreten, weil du ihn immer mit was Positivem verbindest und dort so einen Frieden spürst. Ganz kurz, Mary. Der Bruder Khan hat geschrieben, Flex, wo ist der Typ vom Gym? Der hat sich blicken lassen. Tatsächlich nicht. Der ist hier hochgekommen und hat gesagt, der weiß, wo ich wohne. Und der hat gemeint so, ja, trainierst du noch, man sieht dich nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, ich bin jede Woche da. Ich bin 9 Uhr morgens da, komm gerne vorbei. Und seitdem keine Spur mehr von ihm. Jetzt kannst du weiterreden, Mary, sorry. Ja, ich wollte jeder spricht für seine Religion. Man muss, wenn man etwas tut, auch immer an seine Religion denken, dass man sie nicht falsch verkauft und nur Gutes in den Namen seiner Religion macht. Das machen sehr viele, das machen auch Christen, das machen eigentlich auch Hindus und so. Aber der Islam ist einfach ein Problem gerade. An dem Islam muss gearbeitet werden. Er muss reformiert werden. Sie haben keine Aufklärung mitgemacht, versteht ihr? Ja, es gibt einen Teil der Muslime, der sagt, Liebe, Nächstenliebe, aber das reicht nicht aus. Ich sage immer, diese Menschen werden uns nie retten können, wenn es drauf ankommt. Namens im Namen des Herrn. Ich verabschiede mich auch. Ich muss. Vero, ich hätte gerade kurz noch eine Frage an dich. Ja, klar. Kleine. Du sagst, du bist ja Jesidin. Ich habe mal gehört, ihr glaubt angeblich nicht, dass es Luzifer gibt oder so. Richtig. Also das stimmt. Nee, die Frage wollte ich jetzt anstellen. Also Luzifer gibt's für euch nicht. Luzifer, woraus? Den Satan. Ja, okay. Genau, also unsere Theorie ist, wir sagen, ja, jeder hat ja seine eigene Theorie, das ist ja auch okay. Wir sagen, Gott hat das erste Gebot gesagt, hat gesagt, verbeugt euch vor niemanden außer von mir. Und dann kam die erste Prüfung. Gott wollte die Engel prüfen und hat gesagt, beugt euch vor Adam nieder. Und alle Engel haben dies befolgt, außer ein Engel. Und dieser Engel hat diese Prüfung in unserer Theorie hat er es verstanden und bestanden und wurde zu Oberhaupt der Engel gekrönt und wird symbolisiert durch einen V. Dann noch weiter sagen wir sagen, wir sind extrem monotheistisch. Wir sagen, wenn Gott einen Gegenspieler hätte oder neben sich eine Kraft, die auch Einfluss auf den Menschen hat wie er, dann wäre er nicht allmächtig und wäre ein schwacher Gott. Bei uns Christen heißt das ja anders. Luzifer sollte sich ja vor dem Menschen verbeugen, weil Gott ihm die freie Wahl gegeben hat. Also auch eine Seele. Und er hat sich ja geweigert. Deswegen hat Gott ja ihn verflucht und hier niedergeworfen auf die Erde. So wird das bei uns Christen ja erzählt und bei den Juden. Ich weiß, auch bei den Muslimen so in etwa. Aber bei uns, wir haben halt eine andere Theorie und wir sagen halt, jeder Mensch ist selbst für seine Taten verantwortlich. Das Böse wird vom Menschen selbst erzeugt, nicht von Gott. Aber trotzdem lässt Gott ja Schlechtes zu. Das hat auch seine Gründe, damit du halt das Gute erkennst. Das ist unser Glaube und ich bin auch davon überzeugt. Heißt aber nicht, dass ich andere Menschen verurteile, die einen anderen Glauben haben. So, was geht mich das an, was du zu Hause glaubst? Solange du niemandem damit schadest, ist es doch völlig okay. Ich meine, wir kennen das auch als Christen. Wir kennen das auch, Muslime kennen das auch. Untereinander glaubt jeder sowieso noch mal so sein eigenes Ding und sagt, okay, ich lege das für mich so und so aus. Das hat für mich noch keine, weiß ich nicht. Jeder lebt das nochmal individuell aus. Und ich meine, die soll man ja auch nicht verurteilen. Das ist wirklich, finde ich, Religion ist Privatsache. Ich muss mal kurz was an den Chat sagen, auch wenn ihr Grandi zum Beispiel nicht mögt, bitte keine Beleidigungen, weil egal wer hier reinkommt, hier wird keiner beleidigt. Genau, keine Beleidigungen, Leute. Ich weiß, viele kommen mit den Grandi nicht klar. Deswegen, Leute, ganz entspannt bleiben. Aber Leute, wisst ihr was? Ich will noch einen Schlusssatz dazu sagen. Also wir werden ja immer diskriminiert. Man wirft uns vor, wir würden den Luzifer verehren
und immer wieder aufgrund dieser Theorie. Aber ich sag immer, wenn wir so wären wie diese Menschen, dann würden wir auch ihnen, ja, sage ich mal, unterstellen, sie würden, keine Ahnung, Luzifer zu viel Aufmerksamkeit geben und ihn zu viel erwähnen und Gott in Frage stellen und Gott schwächen. Das machen wir aber auch nicht. Richtig. Hm. Dann werdet ihr wahrscheinlich ja, ganz anders drauf wahrscheinlich. Ich würde auch, was ganz kurz in die Runde sagen. Leute, ich muss ganz, ganz dringend was essen. Ich habe mega Hunger. Ja. Und wir machen jetzt eine kleine Pause. Ne? Ich will immer noch dieses Thema gut beenden. König der Könige, ja, dann sehen wir auch die Überlieferungskette, dass wirklich der Mann, der kommen wird, ja, sehen wir ganz klar, dass Allah ein Problem mit diesem Mann hat, ja, und das ist der König der Könige. Und wir müssen auch immer wieder hinterfragen, warum hat Allah ein Problem damit? Wer ist denn König der Könige? Wer ist das denn? Ein Mann, der am jüngsten Tag des Gerichts kommt. Und Allah, es ist in Allahs Gegenwart der schrecklichste Name, den er je hören kann. Es ist ein Mann, der kommt. König der Könige. Da müssen wir festhalten. Allah hat vor etwas Angst. Allah zittert vor jemandem. Die Frage ist aber, vor wem? Ne? Leute, der Herr Jesus Christus ist wirklich groß, ist allmächtig. Dieser Name ist mächtig. Und wir bleiben bei der Wahrheit. Und wie gesagt, Gottes Segen an euch allen. Wirklich, Leute. Ihr fühlt euch alle gedrückt. Bero, wolltest du noch was sagen? Nee, ich habe gesagt, wir sollten das Thema nachher nochmal aufgreifen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nachher sprechen wir ein bisschen über das und dann haben wir wieder mal eine lockere Runde wieder mal. Ne? Und wie gesagt, es gibt sehr viele Sachen. Ich habe sehr viele Themen, wirklich, die ich ansprechen möchte, Leute. Aber ich möchte wirklich den Leuten zeigen, dass wir den König der Könige haben, der wirklich kommt und Allah hat vor ihm Angst. Amen. Ne? Amen. König der Könige. Warum ist es denn in Allahs Gegenwart so schrecklich, dass jemand, ein Mann, der kommen wird am jüngsten Tag des Gerichts, warum hat Allah ein Problem damit? Wer ist denn dieser Mann, König der Könige? Sehr seltsam. Ne? Also Leute, wir werden später darüber sprechen. Mal gucken, wer König der Könige ist. Wir wissen nicht, wer das ist. Schauen wir mal. Ne? Und dann werden wir über ein paar Sachen sprechen, die hier vorkommen. Ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet, ja. Schaut euch mal das Buch an. Ja, wer das nicht hat, holt euch das. Das Buch jetzt, oder was? Allah, ja. Ja, das ist sehr gut. Muss man da auch holen. Auf jeden Fall. Ich wollte dich was fragen. Fall. Ja. Kennst du dich mit der aramäischen Sprache aus? Gar nicht, wenn ich ehrlich bin, null. Ich würde es dir raten, lerne Moment. Die aramäische Sprache. Denn du wirst feststellen, du hast gerade Allah gesagt, dass sehr viele Worte, sehr vieles aus dem Aramäischen kommen. Ich sag's immer wieder. Die ganze Al-Fatiha ist aus dem Aramäischen. Ja, aber Mary, viele sagen Hallo, nicht Allah, Hallo. Ja, ich sage ja immer wieder, Arabisch ist ein aramäischer Dialekt. Ja, es ist alles Copy and Paste. Genau. Melek kommt aus dem Aramäischen. Salam alaikum, Shlomo alecho. Das ist alles übernommen. Ja, der Bruder Aram ist hier im Live gewesen im Chat. Der ist Aramäer, der kann auch Aramäisch. Und ja, wenn er mal, ja, aber jetzt geht hier in Pause. Dann kann man ihn auch holen. Der kann sehr gut Aramäisch und seine Sprache. Also es ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Ich habe die Nahostchristen gesehen und die europäischen, also die westlichen Christen. Ich finde, das fehlt, dieses Aramäische und diese Urchristen, die ihr noch kennenlernen müsst. Vielleicht? Ist meine Meinung. Er ist, glaube ich, am Trinken oder am Reden mit irgendjemandem. Sie schmeckt nicht so gut. Flex, du musst uns Flex, auch verraten. Flex, bereitet sich auf einen Wettkampf vor? Ey, hast du das geguckt, Andreas? Ich lache mich kaputt, jetzt sieht seine Brille aus. Ja, ich glaube, er muss sich irgendwie auf einen Wettkampf vorbereiten. Entweder ich muss ja wieder Kohlenhydrate zu sich nehmen oder Eiweiß. Ich habe früher auch ein bisschen, ja... Andersfeld ihn ein bisschen gemacht, was er gemacht hat, aber ein bisschen im anderen Bereich eher.
Ich glaube, mal kaputt. Er geht bald wieder auf die Bühne. Mhm. Nächstes Jahr. Da heißt es hungern und nur noch Kohlenhydrate. Au, und das schmeckt manchmal gar nicht. Sein Blick sagt schon alles. Da gab es ein bestimmtes Kochbuch, das Zeug war so trocken, wenn meine Mutter damals nicht ein paar Sachen geändert hätte. Au ja, das hätte ich gar nicht gegessen, das Zeug. Aber das Mama kocht, ist immer das Beste. Ah ja, okay. Ich will ihn nämlich gleich kurz fragen, wann er... Dein Blick sagt schon 1000 Worte. Und noch was will ich euch erzählen. Also die meisten Arabern, Anführungszeichen, im Nahen Osten, wenn du denen ins Gesicht guckst, also das sind ja assimilierte Assyrer, das sind auch keine echten Araber. Und auch deren Arabisch, nenne ich mal so, ist eine Mischung aus Aramäisch und Arabisch. Nicht alles ist das, wonach es aussieht. Also ja, im Koran stehen ja auch aramäische Wörter, die nicht richtig übersetzt sind. Das wissen wir alle. Ja, das ist ja so. Das ist so. Ah, du mit dem christlichen, also mit dem Kreuz auf dem Profilbild, ich glaube, du bist Aramäer, ne? Nein. So, here we go. Hört ihr mich? Hört ihr mich, ja. Leute? Ja, Flex, die meisten fragen, wann du nachher live bist wieder. Wann ich nachher live bin, tatsächlich um, überlegen, so zwischen 0 Uhr vielleicht, so ungefähr, 0 Uhr, 23 Uhr. Heute mal etwas früher. Genau. Karl hat mich gefragt, ob ich Prime getrunken habe. Ja, das schmeckt irgendwie voll komisch, ich weiß nicht mal. Bäh. Man hat das gesehen. Gibt's gleich Budenfleisch gleich? Schmeckt ekelhaft. Was? Was? Perfekt. Budenfleisch? Wegen Vorbereitung? Tatsächlich habe ich mit meiner Vorbereitung angefangen. Ich tue jetzt auch täglich Reis, Brokkoli, Avocados und Hähnchenfleisch. Genau. Ja, ist ein bisschen trocken. Ja, also es ist schon ziemlich trocken, bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin auch ganz ehrlich. Reiswaffel. Ja, eher Eiweißshakes. Ich hab früher selber trainiert. Ja, bei mir ist aber, wie gesagt, wenn ich damit anfange, wie gesagt, dann habe ich immer so Hardcore-Bodybuilding. Das geht dann wirklich so ein Jahr lang und dann mache ich eine kleine Pause. Ne? Nimmst du eigentlich Kreatin oder willst du davon abraten? Kreatin ist ja nichts Schlimmes. Kreatin kannst du ja nehmen. Ne? Aber ich... bin ganz ehrlich, also ich brauche kein Kreatin. Also stabil, wirklich, Bruder. Das Training ist A und O und die Küche muss auch wirklich zu 100% stimmen, ne? Dann ist das noch heftiger, deine Form, ehrlich gesagt. Das ist ja richtig brutal dann. Ja, Bruder. Du, Küche muss 1A sein. Wenn die Küche stimmt und deine Ernährung du wirklich zu 100% umsetzen tust, Ich fange im Januar an. ja, das weiß ich, Bero. In der Maschine. Bero auf die Nummer 1 dann. Ja. Ihr werdet sehen, Bero ist dann Transformers ist die dann. Ich würde auch gerne wieder trainieren, aber keine Zeit. Leider. Ja. Okay, wir hören uns später. Also Leute, wir verabschieden uns jetzt, Leute. Ich mache eine kleine Pause. Ich esse jetzt auch was. Guck mal, jetzt genau kurz davor, wo wir 100.000 Likes erreichen, muss ich gehen. Egal, nicht so schlimm. Leute, peace out. Bis die Tage, Flex. Bis später. Ciao. Ciao. Das ist ciao.